الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويحل عليه عذاب
حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. Assalamu alaikum und herzlich willkommen bei einer neuen Episode hier im heiligen Monat Ramadan,
auf eMAN.TV. Herzlich willkommen, du, lieber Zuschauer, hast genau die richtige Entscheidung getroffen, denn wir sind heute eine ganze Stunde live. Nicht nur ich, Amir, Phew, Moderator, sondern auch mein geehrter Gast. Und mein geehrter Gast hat heute etwas mitgebracht, was bis zum Tag der Auferstehung Gültigkeit hat für alle Menschen, egal woran sie glauben. Was das ist, werden wir dir auf jeden Fall in der Sendung live präsentieren. Doch bevor ich zu meinem Gast komme, geehrte Geschwister, ihr kennt die Sendung, ihr kennt das Format, ich brauche eure Hilfe. Ich lade euch jetzt ein, dass ihr diesen Stream, den wir jetzt für euch vorbereitet haben, liked, teilt, eMAN.TV abonniert und ganz, ganz wichtig, kommentiert. Kommentiert heute so viel, wie es geht, denn das wird nicht nur den Stream nach oben bringen, den Algorithmus nach oben bringen, nein, es gibt uns auch noch sehr viel Aufschluss, woher ihr kommt. Und ich merke gerade, ich sitze wieder im Studio, mir geht's gut, ich habe Getränke da, kühle Getränke, ein sehr, sehr wichtiges Buch, was ich euch nachher präsentieren werde und eine wunderschöne Atmosphäre. Und ich merke langsam, die Temperatur des Streams kommt an, es wird immer mehr Action kommen, es werden immer mehr Zuschauer kommen. Und deswegen, geehrte Zuschauer, ihr kennt das, eMAN.TV, heißer Stream, heiße Nacht. Ich brauche Pflaumen-Emojis im Stream. Hau mir deine Flammen-Emojis in den Stream rein. Eine Stunde sind wir online und werden heute Dauer machen mit dem Koran, denn das ist der Titel des Streams, Dauer mit dem Koran, und deswegen habe ich auch meinen geehrten Gast mitbekommen. Ich möchte doch, bevor wir zu den Flammenzeichen kommen, nochmal sagen, teilt den Stream so schnell wie es geht, denn wir sind nur eine Stunde online. Schauen wir mal, wer heute für den Stream brennt. Der Shadil brennt für den Stream, Mashallah. Der Bajan ist da, Assalamu alaikum. Amina ist da, wer ist noch da? Clashy, Rocker 2, Kujus, der SpongeBob, der Tarek, Mashallah. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Edunis, der Rocker, der Alis, der Taib, der Adam, Mashallah. Es geht zu schnell wieder, Leute, los. Es ist irgendjemand hier auch ein Bombenzeichen gemacht. Der Adam, der Erin, oh, der Edunis, der Chadi, der Rainer. Der Rainer! Wer kennt Rainer noch? Mashallah. Wer ist noch? Der Edonis? Boah, das kommt zu Feld. Mein Name ist da. Auch schön, dass mein Name da ist. Amina ist da. ich kann gar nicht zu klicken. Das Feuerzeichen ist da. Uchti Jenna ist da. Daniel ist da. Sanders ist da. Eki ist da. Blue ist da. Mashallah. Last Donation. Last Destination. Last Destination. Jenna, inshallah. Jazia ist da. Elban ist da. Sam ist da. Und SpongeBob. Leute, was los hier? Das ist schon mal eine gute Stimmung. Und ich sage euch eins, bevor ich zu meinem ersten Gast komme, möchte ich euch noch eins sagen. Wir haben Chat-Mods da. Wir haben auf jeden Fall auch die Timestamps da. Und ganz, ganz wichtig, ihr könnt unten in der Videobeschreibung alle Links finden, wie ihr uns unterstützen könnt. Jeder Link ist in der Videobeschreibung. Und alle Speaker von eMAN.TV sind auch in der Videobeschreibung. Sertaj, Enes und Amir. Vielleicht kennt ihr den einen. Gut, geehrte Geschwister, ich habe euch was mitgebracht. Heute geht es um dieses Buch. Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Ich hoffe schon. Es geht um den edlen Koran, geehrte Geschwister. Das ist mein Koran, den ich auf Deutsch und Arabisch zu Hause habe. Man sieht schon seine... Er geht schon langsam dem Ende zu, aber ich traue mich nicht, ihn zu begraben oder in Wasser aufzulösen. Ich lasse ihn einfach, bis er zerfetzt ist. Ja? Und heute geht es um dieses Buch. Dieses wichtige Buch, um das geht es heute. Denn das wird auch der liebe Bruder Enes präsentieren. Und ich habe schon seinen Namen verraten. Der heutige Gast von eMAN.Stream ist ein guter Bruder aus dem tiefen Süden. Und ich bitte um 1000 blaue Herzen, wenn der Bruder in den Stream kommt, bitte ich jetzt den Chat um 1000 blaue Herzen. Liebe Chat-Teilnehmer, ich sehe die 1000 blauen Herzen bereits anfänglich kommen und ihr wisst, wer der heutige Stream-Teilnehmer ist. Ich habe es schon gesagt und ich habe ihn schon genommen. 1000 blaue Herzen für den geehrten Bruder Enes. Mashallah. Assalamu alaikum, lieber Bruder Enes, wie geht es dir? Assalamu alaikum. Gib mal auch 1000 blaue Herzen zurück an den süßen Bruder Amir, dass er uns mit so viel Liebe und Liebe und Liebe einmoderiert. Wo kriegst du diese ganze Liebe her, Bruder? Bruder, ich liebe diese Arbeit für Allah und ich liebe euch für Allah. Das ist der beste springende Grund.
Ich war immer schon leidenschaftlicher Arbeiter, aber wenn es um die Dauer geht, Bruder, da geht mein Herz auf das. Dafür lebe ich, Bruder. Schau dir, wie viele tausend blaue Herzen heute reingekommen sind. Ja, mashallah. Der Chat hört gar nicht mehr auf. Aber Alhamdulillah, voll der aktive Chat, Bruder. Nicht am Schlafen, das gefällt mir voll. Mashallah, wenn das, aber ob wir dieses Tempo durchhalten, das wäre echt der Hammer. Das ist echt richtig lustig, wenn wir das schaffen. Stell dir vor, die machen alle, Bruder, stell dir mal vor, die machen eine Stunde lang 1000 blaue Herzen in einer Minute oder so. Krass, ihr seid echt top. Lieber Bruder Enes, freust du dich heute auf eine spannende und emotionale und spirituelle und super Sendung mit dem Exemplar und vor allem dem Thema Dauer mit dem Koran? Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich sehr. Ich habe einige sehr schöne Verse vorbereitet und möchte auch, ich habe mir einen Tafsir durchgelesen oder mehrere Tafsir durchgelesen von den bekannten Gelehrten zu Surah Nuh. Ach man, jetzt habe ich es verraten, das wollte ich ja als Rätsel machen. Verdammt. Egal. Surah Nuh, Surah 71 im Koran. Weil da geht es sehr stark um die Dauer und da sind so kleine Feinheiten drin, auf die man achten sollte. Und das ist wieder dieses Schöne am Koran, so kleine Feinheiten, die erwähnt werden und die wichtig sind, die wir in der Dauer beachten sollten. Und weißt du, wir machen sehr oft Streams, aber eigentlich müssen wir immer zu uns zurückkehren und denken, was ist die richtige Methodik, um die Dauer nach vorne zu bringen und wie sollten wir uns gegenüber den anderen Leuten verhalten? Wann ist es vielleicht besser, mit ihm privat zu reden? Was macht man, wenn man vor einer offenen Bühne ist und sowas? Da werde ich noch auf ein paar Punkte eingehen, weil ich oft auf Insta angeschrieben werde. Und inshallah, ich habe sehr... Ein bisschen Schleichwerbung. Alle Infos, wie ihr dem Bruder Enes folgen könnt, findet ihr in der Videobeschreibung. imam.ur.at/Enes. Da kommt ihr zu seinem aktuellen YouTube-Video, aber er hat auch Instagram und einen Server. Genau. Zwischendurch. Die sagen, es halt bei mir. Das liegt tatsächlich an dem Raum, Brüder. Ich bin ja, hört sich an wie in einer Aula. Bruder, ich habe keine Ahnung, wieso das so ist. Das ist der einzige Raum hier, der stark hallt. Und normalerweise die Hallen, weil noch nicht so viele Objekte drin. Also wenn ihr einen leeren Raum habt, dann hallt es so. Aber hier sind schon viele Objekte drin, es hallt trotzdem. Ich könnte vielleicht versuchen, die Tür aufzumachen. Vielleicht wird es dann besser. Ja, Wechselraum. Ja, höchstwahrscheinlich, Bruder. Ja, genau. Mit der Kamera, Bruder, mit dem Elgato Camlink in den Computer rein. Wechselraum. Nee, weißt du, was wir machen, Bruder? Ich kaufe dir bei Amazon diese Streamer-Zeug, was die Leute an die Wände kleben. Weil das will ich auch haben. Aber das hilft, glaube ich, nicht gegen Hallen, oder? Aber jetzt ist es ein bisschen besser, gell? Jetzt habe ich die Tür aufgemacht, jetzt hallt es nicht mehr so krass. Anders ist lauter als arm, mir sagt einer noch. Ja klar, leicht übersteuert, aber das ist ja, who cares jetzt, Bruder? Es geht um den Koran, komm Bruder, jetzt tu dich nicht manipulieren lassen, ich manipuliere dich. Also Bruder, der Koran. Nee, Spaß beiseite. Wir haben heute ein wichtiges Thema und während der Bruder Enes das noch zu fixen bekommt, ist es einfach meine Aufgabe, euch einmal etwas vorzuschlagen. Hab schon gefixt. Wie wäre es, geehrte Brüder und Schwestern, dass ihr während des Vortrags von Bruder Enes euren Mushaf, euren Koran rausholt, egal wie ihr gut ausschaut. Meiner schaut auch kaputt aus. Schaut, der Deckel geht ab. Enes sein Koran auch sehr, sehr verwendet. Und ja, holt mal euren Koran und dann geht's direkt los. Eine wichtige Sache noch, Leute, Interaktivität. Schreibt in den Chat eure Fragen, denn wir werden die besten Fragen am Ende dran nehmen. Versprochen. Aber jetzt gebe ich mal zum Bruder Enes zu den einleitenden Worten und der Kadi, schau mal, pass auf, ich rede mit Sertac, ich sag, wir brauchen diese Wandvorrichtung. Der Kadi checkt's uns. Ich glaube, die kosten 30 Euro oder sowas. Wenn nicht, dann hole ich es dir, okay, Bruder? Du bist, ja genau, du brauchst das Geld sozusagen. Gut, Bruder. Der Kali, Bro, es gibt gar nicht mehr diese Amazon-Liste, oder? Wir haben sehr viel bekommen, Bruder. Schreib mir nachher die Produkte, ich gebe sie auf die Liste, inshallah, okay? Dann werden sie geholt und dann schicken wir es dir. Ich möchte mit einem Vers anfangen. Und dann mache ich gleich mal ein Rätsel, damit wir ein bisschen mehr mit dem Chat arbeiten. Passt auf, das ist in Sura 25, Vers 52. Hört euch mal diesen Vers an. Ihr müsst mir sagen, was damit gemeint ist. Allah sagt im Koran, Sura 25, Sura al-Furqan, Vers 52, er sagt, فَلَا تُطَعِ الْكَافِرِينَ Gehorche nicht den Leugnern der Wahrheit. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا Und mühe dich mit ihm, gegen sie mit dem größten Einsatz ab.
Mit was soll ich mich abmühen? Was ist damit gemeint? Wajahidhum bihi jihadan kabira. Mühe dich damit mit größten Einsatz ab. Schau mal, weiß es jemand, welche Sure ist? Sure 25? Mit dem Koran, richtig. Schau mal, jahidhum, also bemühe dich, bihi mit dem Koran, jihadan eine große Mühe und dann kommt sogar noch kabira. Eine große, gewaltige Mühe, damit sollst du dich bemühen, mit dem Koran. Die Dauer mit den Nichtmuslimen immer mit dem Koran. Und meistens ist es so, dass wir einen Vers haben und daraus verschiedene Sachen extrahieren können. Das heißt, wir rezitieren ihnen den Vers und dann erklären wir ihnen diesen Vers. Weil was zeigen wir damit? Wir zeigen damit erstens, du möchtest sie zum Beispiel vom Christentum zum Islam bringen oder du möchtest sie vom Atheismus zum Islam bringen. Du schlägst zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstens, die beste Dauer ist im Koran, zweifellos. Und wenn du sie vom Christentum weggebracht hast, das heißt, du hast sie überzeugt, das Konzept des Christentums ist unschlüssig, dann hast du sogar schon den Koran belegt. Du sagst, woher kommt das ganze Wissen? Wer hat uns all das mitgeteilt? Was ist der Ursprung, die Ressource von all dem, was ich dir gerade mitgeteilt habe? Der Koran. Das heißt, in der Dauer hast du sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und sonst bringst du ihn vom Christentum weg, dann sagt er, ja Bruder, jetzt bin ich ohne Rechtleitung, keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll. Ja, du hast nicht den Koran belegt. Das heißt auch, also jetzt mal konkret gesagt, wir haben ja heute einen offenen Talk. Heißt es auch konkret, wenn du zum Beispiel mit Deisten, also Leuten, die den Glauben grundsätzlich ablehnen, dass du auch mit Atheisten beispielsweise mit dem Koran Dauer machen sollst? Ja, beim Atheismus, ich werde inshallah bald, also um genau zu sein, am Montag bringe ich inshallah ein Video raus auf meinem Kanal bezüglich des Atheismus. Bezüglich des Atheismus gibt es meiner Meinung nach, vielleicht irre ich mich da auch, sehr wenige Verse im Koran. Wieso? Weil die ganze Argumentation von ihnen eigentlich auf nichts wirklich basiert. Es gibt einen sehr schönen Vers, Afillahi Shak. Gibt es irgendeinen Zweifel an Allah? Afillahi Shak, nur irgendein Hauch an Zweifel. Fatir as-samawati wal ard, Erschaffer von Himmel und Erde. Gibt es irgendeinen Zweifel an Allah? Wir haben sehr wenige Verse. In Surah Tur sind vielleicht ein paar. Und deswegen bei Atheisten, sozusagen, wenn du um diese Grundessenz redest, sozusagen existiert Gott, das sind meistens sehr schwache Scheinargumente von ihnen, die man nicht mal wirklich als Argument bezeichnen könnte. Ihr werdet es inshallah morgen am Montag am Abend auf meinem Channel sehen, da werdet ihr genau verstehen, was ich meine. Aber direkt mal abonnieren, wer das noch nicht gemacht hat. Genau, direkt mal abonnieren. Aber wenn wir zum Beispiel reden, sie fragen dich dann, was ist der Sinn des Lebens? Oder wieso gibt es Schlechtes auf der Erde? Dann zurück zum Koran. Der Koran ist die Essenz. Und ihr beantwortet damit die Frage und sagt, alles kommt aus dem Koran. Das ist das Buch, das ist das Wunder. Und deswegen, ich empfehle euch, für diejenigen, die kein Arabisch können, lernt die Verse wenigstens auswendig und wisst wenigstens, in welchem Kapitel sie sind. Dann könnt ihr wenigstens sagen, in Surah Al-Furqan sagt Allah so und so. Ja, weil oft, wenn ich mit Christen rede, bei Christen habe ich das am stärksten. Du stellst ihnen eine Frage, sie antworten von sich aus. Die sagen nicht, schau mal. Also sie begründen das auf ihre Wahrnehmung, genau. Ihre Interpretation von einem gewissen theologischen Thema, oder? Ja, genau. Und was passiert dann, wenn du einen Christen fragst und danach einen anderen Christen? Was passiert dann meistens? Zwei Meinungen und du hast keine Ahnung, wieso sie unterschiedliche Ansichten haben. Du hast keine Ahnung. Aber beim Islam, wie ist es? Du hast unterschiedliche Ansichten und du kannst es direkt mit den Texten belegen. Du sagst, ja, die Gelehrten haben den Vers so verstanden und die anderen Gelehrten haben ihn so verstanden. Aber du gehst auf den Text zurück. Und bei ihnen, die reden einfach so von sich aus, freie Schnauze. Und das ist immer problematisch. Und deswegen sage ich immer, lernt diese Verse. Und das Ideale ist natürlich, dass ihr das Arabisch lesen lernt. Entweder ihr holt euch einen Lehrer oder ihr kommt wieder auf den Discord-Kanal von mir. Dort haben wir viele Arabischlehrer, die sich freiwillig zur Verfügung stellen, euch kostenlos zu helfen. Aber irgendwie müsst ihr es lernen, Leute. Genau. Jedenfalls, ich möchte gleich, Surah Nur, heute gleich richtig spannend. Ich habe mir, wie gesagt, einen längeren Tafsir angeschaut und da gab es so schöne Stellen, wo ich mir dachte, euer Bruder, wenn du es normal durchliest, du würdest gar nicht drauf achten. Aber wenn du dann genau liest, sagst du, hey, stimmt, Bruder, schau mal, was da drin steckt. Noch eine wichtige Sache, Leute. Wenn wir sagen, Dauer mit dem Koran. Die erste Dauer beginnt immer bei euch selbst, Leute. Ihr könnt nicht eine Person vom Koran überzeugen, während eure Überzeugung noch sehr, sehr mager ist. Oder, was wir letztens kritisiert haben, eure Überzeugung sich nur auf wissenschaftlichen Versen basiert. Ihr werdet nicht sagen können, meine ganze Überzeugung hängt an 5, 6, 7, 8 Versen oder so etwas.
Ihr habt euch anscheinend noch nicht stark mit dem Koran beschäftigt. Deswegen ein Tipp an jeden. Bevor ihr sagt, ich möchte in die Dawa rein und ich muss die Leute zum Islam rufen, ruft euch erstmal selber zum Islam. Es ist immer das Prinzip im Islam, man beginnt immer bei sich selbst. Allah sagt im Koran in Surah Tahrim, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Er sagt, rettet euch selbst und eure Familie vor einem Höllenfeuer. Nuh sagt in dem Dua, Ighfirli wa li walidayi. Vergib mir und meinen Eltern. Du musst immer bei dir selber anfangen. Die Leute wollen immer, hast du nicht ausgefühlt, Ami? Die sind immer so, ich muss die anderen zum Islam rufen und so weiter. Ich muss die anderen dazu rufen. Aber sie vergessen sich selbst, weißt du? Sie beginnen bei den anderen, aber sie vergessen sich selbst. Das ist ein häufig, also ich merke das auch manchmal bei mir, dieses emotionale Bedürfnis, mit Menschen über den Islam zu reden, sollte uns nicht daran hindern, mit uns selbst über den Islam zu reden. Richtig, genau das. Clippt das. Ja. So wie so Big Mac clippt das. Aber das gibt es bei uns nicht. Schau mal, Chatmod 2 clippt das. Dazu ein sehr schöner Vers im Koran. Sure 2, Vers 44. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ. Befiehlt ihr den Menschen wirklich die Güte, während ihr euch selber vergisst, وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ, während ihr doch das Buch rezitiert. Immer bei dir selber anfangen. Immer bei dir selber anfangen. Die befehlen den Leuten die Güte und vergessen sich selber dabei. Und eine wichtige Sache noch, genau, ein wichtiger Punkt noch. Im Koran sind nicht nur Methodiken, wie mache ich Dawa, was sollte ich ansprechen. Ich habe zum Beispiel vorher gesagt, ihr sollt einen Vers nennen. Zum Beispiel, ich sage euch ein sehr, sehr schöner Vers, der das Christentum zerlegt. Allah sagt im Koran, in Bezug auf Isa und Maryam, كان يأكلان الطعام. Sie beide, Maria und Jesus, weil früher gab es, gibt auch christliche Gruppierungen, die haben Maria zu Maria Dua gemacht. Und haben Maria als eine Form von anbetungswürdig gesehen. Gottheit. Ja, genau, als eine Form der Gottheit. Und Allah sagt, kana ya'kulani, also im Dual, sie beide at-ta'am, das Essen. Sie haben beide normale Speise gegessen. Und schau mal, was Allah sagt. Er sagt, unzur, schau, kayfa nubayyinu lahum al-ayati, thumma unzur anna yu'fakun. Schau, wie deutlich wir ihnen die Zeichen machen und schau, wie sie sich trotzdem davon abwenden. Was meint Allah damit? كَنَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامِ. Sie beide aßen doch normale Speise. Das heißt, das waren beides bedürftige Menschen. Wieder, schau mal, du nimmst einen Vers aus dem Koran und machst was? Tafsir, du erklärst es ihnen. Das kannst du natürlich nicht von dir selber aus machen. Du musst dir den Tafsir natürlich von einem Gelehrten holen. Von einem, der die arabische Sprache versteht. Da holst du dir den Tafsir. Und es gibt natürlich manche Verse, die brauchen keinen Tafsir, weil sie offensichtlich sind. Ja, es ist, die Bedeutung ist klar. Und hier sagt Allah, sie beide aßen normale Speise. Was sagt Allah damit? Sie sind bedürftige Menschen gewesen. Sie sind bedürftig, sie sind abhängige Menschen gewesen. Sie sind und keine unabhängige Gottheit. Genau. Und sie sind was hängt mit dem Essen zwingendermaßen bei jedem Lebewesen zusammen? Was kommt nach dem Essen? Ausscheiden. Ausscheiden. Ja, verdauen und ausscheiden, ja. Verdauen und ausscheiden. Schau mal, Allah macht es dir richtig bildlich. Schau mal, wie deutlich. Stell dir mal vor, du lebst in dieser Zeit, und du sitzt mit Gott am Essenstisch. Jesus hat gegessen. Mit anderen Menschen, die saßen zusammen am Essenstisch. Dann sagst du zu Gott, ah, gib mir mal noch ein bisschen was von deiner Hähnchenkeule. Sagt dann, ja, das ist die letzte, ich will die für mich haben oder so. Hey, komm, gib doch ein bisschen. Weißt du, schau dir mal, was für eine Sinnfreiheit. Oder er probiert etwas, sagt, ah, das schmeckt mich, ist mir zu scharf. Da kommt einer rein, ja, das ist Gott, der findet es zu scharf. Stell dir vor, jemand kommt rein, ihr sagt, hier ist Gott auf Erden, wo ist er? Ah, er ist gerade auf Klo. Er ist gerade auf Klo, er kommt gleich wieder. Dann gehst du, er braucht Klopapier. Ah, Klopapier ist alle. Oder ich weiß nicht, was die früher verwenden, Palmfasern. Da sagst du, ah, Gott braucht, er schafft dir doch kurz Klopapier. Wieso brauchst du jetzt von mir? Du bist doch Gott. Oder einfach die Sinnfreiheit. Kana ya'kulani ta'am. Sie beide aßen normale Speise. Undur kayfa nubayyinu lahum al-ayat. Schau mal, wie deutlich wir ihnen diese Zeichen machen. Immer aus dem Koran. Verse extrahieren, erklären und ihnen das Ganze übermitteln. Ich kenne keine einzige Situation aus islamischer Tradition, wo wir sagen, Allah hat ein Volk einfach nur ein Buch geschickt. Hier genau. Der Koran, hier eine Offenbarung, tschüss, ich bin raus. Immer mit einem Propheten. Und außer Lut, Lut war der einzige Prophet, der nicht aus dem Volk selbst ist. Sonst waren es immer Leute aus dem Volk selbst, aus ihrer eigenen Mitte, die Gesandten.
Genau, Bruder, ganz kurz nur. Du kannst auf jeden Fall fortführen, trink noch einen Schluck Wasser. Lieber Saiti, danke für deine 5 Euro, die du gespendet hast via YouTube. Aber bitte an alle Zuschauer, bitte nicht auf YouTube spenden, weil da die Gebühren, vor allem in der Schweiz, bei bis zu 55% liegen. Das heißt, von der Spende kriegt Iman 2 Euro oder 2,30. Alle Spendenlinks findet ihr in der Videobeschreibung. Aber bitte nicht auf YouTube, weil die Gebühren zu hoch sind. Genau, einer hat gefragt, welcher Vers es ist. Es ist Sure 5, Vers 75. Das mit keiner Kulani Taran. Immer, und ich könnte jetzt eine massenhafte, wichtige theologische Fragen. Wieso existiert Leid? Was passiert mit den Menschen, die Wahrheit ablehnen, aber trotzdem Gutes tun? Wir hatten letztens im Stream gesprochen. Die Christen haben uns gesagt, wenn ein Nicht-Christ Gutes tut oder Schlechtes tut, das macht keinen Unterschied. Also das heißt, ein Nicht-Christ, der mordet, das haben wir letztens deutlich, ich war schockiert, Bruder, ein Nicht-Christ, der mordet und ein Nicht-Christ, der irgendwie gute Taten macht, Leuten zu essen, Hilfe gibt und so weiter, das macht bei Gott keinen Unterschied. Beide sind Nicht-Christen und seine guten Taten werden auch nicht angenommen. Das ist im Islam nicht so. Im Islam ist es nicht so. Wenn jemand gute Taten macht, er wird ausgezahlt werden. In dieser Dunya. Allah wird ihn in dieser Dunya auszahlen. Immer die wichtige, fundamentale, theologische Fragen mit dem Koran beantworten. Wenn ihr die Antworten nicht kennt, recherchiert. Fragt wissende Brüder. Hey, wie antworte ich eine Person, die sagt, wieso gibt es Schlechtes auf der Welt? Lass sie dann nicht einfach eine Story erzählen, sondern sag mir, gib mir die Koranverse dazu. Es gibt so viele Koranverse. Allein der Vers, den ihr alle kennt, Min sharri ma khalaq. Wir rezitieren das jeden Tag. Min sharri, ich suche Zuflucht bei Allah, min sharri, vor dem Schlechten, ma khalaq, was er erschaffen hat. Eine ganz neue Sichtweise auf, wieso gibt es Schlechtes auf der Erde. Immer Koranverse als Basis nehmen und dann daraufhin erklären. Die Essenz steckt im Koran. Und das sagt auch Allah im Koran. Pass auf, das ist wieder in Sure 25, Vers 33. Er sagt, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ. Sie kommen dir mit keinem einzigen Gleichnis. Pass auf, schau mal, was jetzt Allah sagt. إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ. Außer, dass wir dir dann mit der Wahrheit kommen. وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Und mit der besten Erklärung. Sie kommen dir mit irgendeinem Gleichnis, aber Allah kommt dir mit der Wahrheit und mit der besten, mit der schlüssigsten, mit der perfekten Erklärung. Immer Dauer mit dem Koran machen. Immer auf dem Koran basiert. Und dadurch müsst ihr bei euch selber anfangen. Ihr müsst vermehrt den Koran lesen, insbesondere jetzt im Ramadan. Lest euch eine deutsche Übersetzung, schaut, ob ihr Vorträge zu dem Thema findet, beschäftigt euch damit. Das ist das Wichtige. Beschäftigt euch mit dem Koran. Es ist für euren eigenen Iman das Beste. Es gibt nichts Besseres für den eigenen Iman, für die eigene Überzeugung als den Koran. Und ich sage euch ehrlich, würde ich nicht täglich mich mit dem Koran beschäftigen, auch wenn ich vielleicht an manchen Tagen ist vielleicht ein bisschen stressiger, dann kannst du vielleicht nicht so viel lesen oder nicht so viel hören, würde ich das nicht machen, mein Iman würde wirklich gegen Boden schießen, Bruder. Gegen Boden schießen. Jeden Tag mit dem Koran beschäftigen. Jetzt bin ich gerade noch so im Flow, schaut mal. Pass mal auf, jetzt muss ich euch mal was Krasses sagen. Es gibt doch in Surah Taha, gibt es diese Begegnung zwischen Moses und Allah. Das heißt, Moses geht zu so einem, er war auf einer Reise und er sieht im Fernen so ein Feuer. Und dann sagt er, ich gehe dorthin, um vielleicht ein Stück Holz mit Feuer, oder damit wir den Weg sehen, oder vielleicht finde ich dort jemanden, nachdem ich nach dem Weg fragen kann. Manche Gelehrten haben das so genommen, als er war auf der Suche nach der Rechtleitung. Ja? Also nicht nur nach dem echten Weg, wo muss ich lang gehen, sondern auf der Suche nach dem Sinn im Leben. Pass auf, er kommt dort an und dann wissen wir, dass sozusagen eine Stimme ertönt ist und Allah mit ihm gesprochen hat. Also er hat nicht Allah gesehen, aber Allah hat mit ihm gesprochen. Pass auf, jetzt pass auf, das ist richtig krass. Stell dir mal vor, du triffst Allah, du sprichst mit Allah. Du sprichst mit Allah, stell dir das mal vor. Und natürlich, das passiert auf eine Art und Weise, dass du 100% sicher bist, das ist von Allah. Das ist nicht irgendwie ein Teufel, das ist nicht irgendwie eine verrückte Stimme, sondern Musa wusste zu 100%, ich spreche mit Allah. Also auf eine einzigartige Art und Weise, wie es keiner nachmachen kann. Und pass auf, was ist das Erste, was Allah ihm sagt? Er sagt, Innani anallahu la ilaha illa ana. Er sagt, wahrlich, ich bin Allah, es gibt keinen Gott außer mich. فَعْبُدِنِي, darum diene mir, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, und verrichte das Gebet, auf das du meiner immer wieder gedenkst.
Denkst du, Bro, er hat mit Allah gesprochen. Für was braucht er das Gebet, dass er sich an Allah erinnert? Er hat mit Allah gesprochen. Ich meine, in deinem ganzen Leben wirst du doch niemals mehr Zweifel haben. Aber das Erste, was Allah ihm sagt, ist, verrichte das Gebet, auf das du meiner gedenkst. Und was rezitieren wir im Gebet? Den Koran. Das Gebet ist Koran. Wir rezitieren den Koran. Der Koran, das A und O. Wenn man sich mal anschaut, wie viele Teile, wie viele Worte des Gebets nicht Koran sind, das ist ein sehr, sehr geringer Teil. Wenn ihr zum Beispiel Salat al-Tarawih betet, ist wahrscheinlich 96, 97, 98, wenn ihr echte Draufgänger seid, 99% eurer ausgesprochenen Worte 1:1 das hier. Ja, richtig. Und deswegen ist es eine starke Empfehlung, dass man sich diesbezüglich immer reflektiert. Und manche, ein paar Zuschauer schreiben, warum ich traurig bin oder so. Die Wahrheit ist, Bruder, die Wahrheit ist, dass mich du und Sertac gefetzt haben. Sertac hat eine Geschichte erzählt im Stream, wo ich geweint habe. Er hat gesagt, was wäre dein erster Wunsch, wenn du im Paradies bist? Bruder, als er den Satz gesagt hat und du denkst so, was ist mein Wunsch, so, wenn du im Paradies bist? Hast du es ja eh schon geschafft. A year later, call me Ya'lamun. Ist das mit die Surah Yassin? Wüsste mein Volk davon? Ja, er hat über die Surah Yassin gesprochen. Und du sagst zum Beispiel, er hat Allah gesehen und trotzdem bekommt er die Ermahnung oder die Empfehlung sozusagen, dass er im Gebet Allah immer, subhanallah. Das sind so Geschichten, Bruder, die höre ich nicht im, wie soll ich sagen, wenn ich irgendwo hinfahre oder am Flughafen oder im Supermarkt oder so. Diese Geschichten packen das Herz und dann ist man in einer anderen Stimmung. Dann ist man in dieser emotionalen Stimmung. Ja. Wirklich, also. Ich fühle voll und ganz, Bruder. Es färbt auf mich ab, was du sagst. Ja, im positiven Sinne, ja. Deswegen bin ich traurig, ich bin gerührt. Ja. Vielleicht eine Frage kurz an den Chat. Vielleicht haben sie es wieder vergessen. Ich habe euch gesagt, welche Sure aus dem Koran, weil vielleicht gibt es ja auch noch andere, aber welche Sure aus dem Koran verbindet ihr sehr, sehr stark mit Dawah? Also wo wirklich das ganze Thema sich um Dawah dreht. Würde ich sagen, eine Sure kompakt, da geht es gefühlt in jedem Vers nur um diese Thematik. Ja. Fällt jemandem das ein? Also es gibt natürlich mehrere, aber das ist eine, mal schauen, ob jemand eine Empfehlung hat. Wir haben eine kurze Verzögerung, also kein Problem, wir haben circa 3 bis 5 Sekunden, also bei mir. Surah Al-Kafirun. Das. Yasin. Al-Fatiha. Oder wie so ein Al-Fatiha? Al-Ikhlas. Ja, okay, natürlich. Okay, stimmt eigentlich. Ja, und du sagst, Kul hu Allahu Ahad. Sprich zu ihnen, Allah ist ein Einziger. Ich meine andere, manche haben es schon genannt. Ich meine eigentlich nur. Schauen wir mal, die Leute, die jetzt nicht nur gesagt haben, ich werde jetzt Teile aus dieser Sure vorlesen, dann vielleicht fühlt ihr das auch. Dass ich sage, diese Sure, und das ist jetzt das Coole, Bruder. Durch den Koran weißt du nicht nur, wie rede ich mit den anderen, sondern eine, Bruder, jetzt muss ich euch was sagen. Ich gebe dir Vollbild, wenn du willst. Lass dich drin. Bruder, ich habe letztens einen Vers gelesen, Bruder, bei mir, in der Dawah ist es sehr oft so, du leidest, Bruder. Du leidest, wieso leidest du? Die Ablehnung der anderen. Das sagt Allah sehr oft im Koran. Er sagt, وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ. Lass dich niemals durch ihre Worte traurig machen. إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Lass dich niemals durch ihre Worte traurig machen, denn die Izzah, die Ehre, gehört Allah alleine, er ist der Allhörende, der Allwissende. Pass auf. Es geht auch um Noah, aber es ist ein Surah Al-Qamar. Wir wissen, Noah, sein Volk war unfassbar gemein zu ihm. Ich lese euch die Surah Noah vor und dann komme ich zu diesem Punkt, den ich jetzt gerade eigentlich machen wollte. Aber ich glaube, es ist besser, wenn ich erst den Teil von Noah und dann komme ich genau zu diesem Punkt. Pass auf, es gibt so ein paar Sachen. Nimm dir eine Sekunde, ich frage nochmal die Brüder und Schwestern, ob sie vielleicht Zeit haben. Ob sie vielleicht Zeit haben, sich den Koran zu holen, weil lass uns aus diesem Stream einen Koran-Stream machen. Das Format sollten wir auf jeden Fall machen. Eines Tages, ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber ist mir gerade im Kopf gekommen, ein Koran-Stream. Im MindTV-Koran-Stream. Das wäre auf jeden Fall was. Schau, du kriegst manchmal so Empfehlungen. Da bin ich voll dabei. Koran-Streams, im Mainstream, live Koran. Genau, wer mitlesen will, das ist Sura 71 im Koran. Warte, ich lese mit, warte kurz. Lies mit hinschauen. Im ersten Vers, hier sind sehr interessante Sachen. Allah sagt, Inna arsalna Nuhan ila qawmihi. Wir sandten Noah
zu seinem Volk, zu seinem Volk, ila qawmihi, an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim. Warne dein Volk, bevor zu ihnen eine strenge Strafe kommt. Pass auf, jetzt im nächsten Vers, wieder diese Feinheiten. Qala ya qawmi, inni lakum nadhirun mubin. Er sagte, o mein Volk. Die Gelehrten haben hier gesagt, erstens, er wurde zu seinem Volk gesandt. Und schau mal, wie er sie angesprochen hat. Ja, Komi, oh mein Volk, oh mein Volk der Bayer, oh mein Volk der Sachsen, der Berliner, oh Berliner, oh Münchner. Du sprichst in der Sprache des Volkes. Du kennst die Gewohnheiten des Volkes. Du kennst ihre Kultur. Ihnen, ja. Genau, du kennst dich mit ihnen aus. Du kannst dich in sie gut hineinversetzen. Du weißt zum Beispiel auch, mit was strugglen sie. Haben sie Probleme mit welchen Sachen haben sie? Wieso glauben sie nicht an Gott? Was hängt, sind sie zum Beispiel sehr stark verliebt in die Dunja? Du kennst dein Volk und du weißt, wie du mit ihnen richtig umgehst. Und deswegen sagen auch viele Gelehrte, wir brauchen Leute in den einzelnen Ländern. Es bringt nichts, wenn einer aus dem Dorf aus Afghanistan hierher kommt nach Deutschland, er hat keine Ahnung, was in Deutschland abgeht. Er hat keine Ahnung, er kennt die Leute hier nicht. Aber wir sind hier aufgewachsen. Und wir sind meistens sogar durch die Sachen durchgegangen, durch sie selber auch durchgegangen sind. Durch die Sozialisierung des Landes, das ist auf jeden Fall. Genau. Und deswegen sagt er, ja, Qawmi, oh mein Volk. Und jetzt pass auf, er sagt, ane'budullaha wattaquhu wa atti'un. Dient Allah und fürchtet ihn und gehorcht ihm. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. Er vergibt euch eure Sünden, also die vorangegangenen Sünden, die Sünden in der Vergangenheit, für die zukünftigen Sünden müsst ihr Allah noch um Vergebung bitten. Und er sagt, und er stellt eure Frist auf einen Tag zurück. Das heißt, ihr bekommt Zeit zum Leben. Für was? Um noch mehr Party zu machen? Nein, um das, was er gerade gesagt hat, um noch mehr Istighfar zu machen. Um Allah vermehrt um Vergebung zu bitten. Und dann sagt er, wenn Allahs Frist kommt, wenn Allahs Zeit kommt, dann wird sie niemals aufgeschoben, wenn ihr doch nur wüsstet. Jetzt pass auf, jetzt, euer Buddha, diese Verse. Qala Rabbi, was macht er? Er macht Dua. Qala Rabbi, oh mein Herr, inni da'utu qawmi layla wa nahara. Ich habe mein Volk layla, Nacht und Tag, wa nahara, zum Islam gerufen. Ich habe sie Nacht und Tag zum Islam gerufen. Manche Gelehrten sagen hier, Non-Stop-Dauer. Genau, sie sagen sogar, die Nacht wurde zuerst genannt, weil am Tag sind die Menschen meistens beschäftigt und am Nacht kehren sie sozusagen zurück. Sie sind dann sozusagen in Ruhe, haben ihren Feierabend. Dann Man ist es zu ihnen gegangen, genau. Sie haben sozusagen frei. Ja, und am Tag sind sie beschäftigt. Deswegen wurde die Nacht zuerst genannt. Und jetzt pass auf, was er sagt. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِ إِلَّا فِرَارًا. Aber mein ganzes Aufrufen hat sie nur in ihrer Flucht bestärkt. Firara. Stellt Flucht euch das mal vor. Schau mal, wir haben jetzt... Flucht von wo? Flucht von ihm. Flucht von ihm und vom Islam. Das heißt, Schäfer, wir haben jetzt 348 Zuschauer. Schäfer, du sprichst mit deinem Volk und du siehst, wie einer nach dem anderen weggeht. Die interessieren sich nicht für dich. Die interessieren sich nicht. Und das heißt, umso mehr Dauer du mit ihnen gemacht hast, umso stärker sind sie geflohen. Und das wird im Koran sehr, sehr oft angesprochen, dass diese Ablehnung und dieses Leugnen, dass das ein Schmerz im Herzen ist. Und jetzt kommt das Coole, jetzt kommt diese Stelle, die ich euch nennen wollte. Das ist in Surah Al-Qamar. Jetzt schweife ich kurz ab, Surah Al-Qamar. Da geht es auch um Noah. Und da geht es dann um den Moment der Strafe, die Flut. Und dann sagt Allah, وَحَمَلْنَاهُ, oder warte, es gibt noch vor, fängt es an. Er sagt, فَالْتَقَ الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرٍ. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ. Wir eröffneten die Tore des Himmels mit Wasser. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ. بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ, mit niederströmenden Wasser. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا, und wir rissen die Erde auf und ließen Quellen hervorbringen. فَالْتَقَ الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرٍ. Und das Meer, also das Wasser des Himmels und das Wasser der Erde traf sich zu einem beschlossenen Zweck. Jetzt pass auf, was Allah sagt. وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. Ihn selbst, Noah, trugen wir auf puren Plänken, also auf Holzbrettern und Nägeln. Nicht auf einem fetten Schiff, sondern auf
Holzbretter und Nägel. Die Gelehrten haben hier gesagt, selbst wenn du die Hilfe Allahs bekommst, musst du die Mittel machen. Die Mittel sind, ein Schiff zu bauen. Also nicht zu sagen, oh, ich bin gerettet, wenn die Flut kommt, dann fliege ich in die Luft und so, ich muss nichts machen, sondern die Mittel sind trotzdem wichtig, das Schiff. Aber du bekommst die Unterstützung Allahs, weil dieses Schiff alleine hätte dich niemals getragen ohne die Allahs Hilfe. Und deswegen sagt er auch, Tajri bi a'yunina, es fuhr unter unseren Augen, unter unserer Aufsicht fuhr es einher. Und jetzt kommt der Vers, pass auf. Jaza'an liman kana kufir. Dies als Lohn für denjenigen, der immer wieder verleugnet wurde. Bruder. Hä? Subhanallah. Als Lohn für jemand, der verleugnet wurde? Subhanallah. Ich wurde verleugnet, also mir wurde Schmerzen zugefügt und ich krieg Lohn dafür? Ja, du kriegst Lohn dafür. Jaza'an liman kana kufir. Dass sie die ganze Zeit dich der Lüge bezichtigt haben und sich über dich lustig gemacht haben. Das ist der Lohn. Was ist der Lohn? Dass Allah dich errettet und dass jene ihre gerechte Strafe bekommen. Dass Allah dich errettet auf dem Schiff, während alle anderen dem Untergang geweiht sind. Jaza'an liman kana kufir. Legen wir das um auf die heutige Zeit. Auf die heutige Zeit würde das bedeuten, dass derjenige, der immer wieder zum Islam aufruft, der sich immer abmüht, der auch häufig Repression bekommt, der auch häufig auf Widerstand trifft, noch mehr als Widerstand, der Gewalt erfährt, noch mehr als Gewalt, der vielleicht hingerichtet wird oder so, wegen seinem Glauben, Allah spricht hier gerade eine Metapher an für dich. Weil wenn du abgelehnt wirst wegen dieser Botschaft, nicht weil du wenig guten Charakter hast oder weil du schlechte Zeugnisse hattest oder was weiß ich, ja, sondern wegen dieser Botschaft, dass da die Abneigung kommt, genau davon wird hier berichtet. Genau, genau. Das ist richtig. Gewaltig. Und es ist sogar, in diesem Vers wird eigentlich ja noch das Niedrigste. Das heißt, er sagt nicht, er wurde bekämpft, er wurde geschlagen, sondern eigentlich das Niedrigste. Kufir, er wurde verleugnet. Abgelehnt. Ja. Und manche sogar in einer anderen Lesart sind Jaza'an liman kana kafar. Das heißt, sie sagen, das ist sehr interessant, hier sind eigentlich zwei Bedeutungen drin. Jaza'an liman kana kafar heißt als Lohn für denjenigen, der ständig geleugnet hat. Das heißt, in der einen Lesart heißt es, das ist ihr Lohn dafür, dass sie ständig geleugnet haben. Ihnen war die Wahrheit klar, zu ihnen ist die Wahrheit gekommen, sie haben es trotzdem abgelehnt. Das ist ihr Lohn, dass sie ertränkt worden sind. Und eine andere Lesart, Jaza'an liman kana kufir. Wir haben ihn errettet als Lohn dafür, dass er immer wieder verleugnet wurde. Ein so schöner Vers, Bruder. So schöner Vers. Der macht Mut. Jetzt sprechen wir mal ehrlich eines. Schau mal, diese Aufklärungsarbeit, diese Einladung zum Islam. Du weißt, schau mal, Real Talk jetzt, eines, okay? Real Talk. Wie oft sind wir Memes geworden? Wie oft wurde Sertac vermemt? So in so Memes reingepackt, weil er, wie oft wurde Sertac, also ich kenne mindestens 20 Videos, wo Sertac sozusagen durch den Kakao gezogen wurde. Und genau das spricht Allah an. Sertac wird abgelehnt für das, was er sagt. Du wirst abgelehnt für das, was du sagst. Ich werde abgelehnt für, dass ich es moderiere oder auch sage. Ja? Mhm. Aber welchen Lohn kriegen wir dafür? Das ist das, was ich, deswegen machen wir den Job, oder? Seien wir sich ehrlich, jetzt Spaß beiseite. Ich mache das hier nicht, weil, weiß ich nicht, das so lustig ist. Es ist lustig, aber das ist nicht Sinn der Sache. Sinn der Sache ist, dass uns Allah durch den Koran bestätigt, dass wir belohnt werden. Jetzt kommt jetzt noch ein sehr interessanter Punkt, weil du es gerade angesprochen hast. Es kommt noch ein sehr interessanter Punkt genau in der Sura. Also wir waren ja gerade an der Stelle, wo wir sind bei Sura 71, Sura Nu, in Vers 7 jetzt, oder? Genau. Ab jetzt 7. Da haben wir gesagt, genau. Sura 71, Vers 7 sind wir jetzt. Ah, ja, wir haben gesagt, er hat gesagt, ich rufe sie zum Islam auf, ihre Flucht wurde nur stärker. Sie gingen einer nach dem anderen weg, sie wollen nichts mit mir zu tun haben. Noch schlimmer, schau mal, wie sie ihn, dieses Kufir, dieses Leugnen, dieses respektlose Behandeln, schau mal, was sie mit ihm gemacht haben. Subhanallah, ich habe es gelesen. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ. Schau mal, das ist krass. Immer als ich sie aufgerufen habe, لِتَغْفِرَ لَهُمْ, damit du ihnen vergibst. Er hat nicht gesagt, damit ich profitiere, damit ich irgendetwas davon habe, sondern damit du ihnen vergibst. Es ging mir beim Aufruf um sie. Es geht nicht um mich, es geht um sie. Aus Sorge um sie. Schau mal, immer, ich habe sie aufgerufen, aus Sorge um sie. Und jetzt schau, was ihre Antwort war. جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. Sie steckten immer ihre Finger in die Ohren.
Sogar hier ist es übertrieben mit Asaberum, eigentlich der ganze Finger in die Ohren. Das ist natürlich metaphorisch, natürlich nur die Fingerkuppe, aber hier steht Asaberum, ihre ganzen Finger in die Ohren. Und sie haben ihre Kleider genommen und haben sie so über sich geworfen. Und sie blieben widerspenstig. Also sie haben alles abgelehnt, was ich zu ihnen gesagt habe. Und sie verhielten sich in... Wastakbaru würde schon ausreichen mit Hochmut. Und Istikbara heißt im großen, gewaltigen Hochmut haben sie sich verhalten. Schau mal, was Nuhaiz macht. Jetzt sind Methoden der Dauer. Thumma inni da'autuhum jihara. Ich habe sie sozusagen öffentlich aufgerufen. Die Propheten haben es niemals so gemacht, dass sie gesagt haben, ich gehe nur zu Person X, zu Person Y. Immer an alle Menschen des Volkes gerichtet. Selbst sozusagen die Leute, von denen man am meisten Angst haben müsste, wo man sagt, hey Digga, mach lieber erstmal hier klein Dauer und dann geh erst genau zu denen. Moses, zu wem ist er gegangen? Zu Pharao. Da, wo du dir denkst, Bruder, nicht zu ihm. Geh nicht zu ihm, der sagt, er ist Gott, wenn du mit ihm Dauer machen willst, Bruder. Aber schau mal, die Propheten immer, die hatten die härteste Aufgabe. Die sind zu Eingang. Jihara. Thumma inni a'lantu lahum. Das heißt, ich habe zu ihnen offenkundig gesprochen, vor versammelter Menge. Das, was wir hier haben im Livestream. Wa asrartu lahum israra. Aber ich habe mit ihnen auch im Geheimen, im Privaten gesprochen. Super. Da werde ich nämlich oft gefragt, die sagen, hey, in eurem Stream immer sehr viel Show und sehr, sehr stark. Also das heißt, wie soll ich sagen? Plakativ. Konfrontativ. Genau. Also und deutlich. Hier muss ich, richtig, genau. Hier muss ich auch so eine Klarstellung machen. Weil manche haben gefragt, Digga, ist das nicht ein bisschen zu hart, wie du das machst? Du stellst dir ja regelrecht bloß. Ich sage euch, das ist meine aktuelle Ansicht und vielleicht ändere ich da meine Meinung noch und vielleicht habt ihr da, fühlt ihr da anders. Aber du musst dir mal vorstellen, jeder, der mich kennt, wenn ich im Privat mit einer Person rede, das habe ich schon oft im Discord gemacht, also im Insta haben mich nicht nur Muslime angeschrieben, dann habe ich mit ihm privat im Discord geredet. Ganz anders. Ihr denkt, ihr redet mit einem anderen Mensch. Ich bin ganz anders, aber vor versammelter Mannschaft. Ich will, dass ihr aus dem Stream rausgeht und sagt, Bruder, die Sache war klar. Islam versus Atheismus, Bruder, die Sache war klar. Islam versus Christentum, die Sache war klar. Schaut euch mal den ersten Atheismus-Stream an. Ich habe, als ich manchmal dem Atheist eine Frage gestellt habe und ich wusste, er hat keine Antwort drauf, habe ich sozusagen nicht ihn dann so hingestellt und sage... Du hast ihn nicht fertig gemacht, Bruder. Genau, sondern ich habe direkt... Ich kann mich erinnern, du hast ihn nicht fertig gemacht. Ich weiß, was du gemacht hast. Du hast ihm angeboten, so wie Allah in Sura 71, Vers 9 sagt, und ganz im Geheimen. Du hast ihm nämlich angeboten, dass du mit ihm persönlich redest. Genau. Oder ich habe zum Beispiel, wenn oder ich. Oder unglaublich ich gute Sache, Bruder. Unglaublich gute Sache. Öffentlich, dass du. Also, erstens, dein Gesicht ist eh immer dasselbe. Dein Inhalt ist eh immer dasselbe. Aber dein Zugang zum Gespräch mit deinem Gegenüber passt sich an. An was? An die Situation. Und deswegen wertschätze ich dich. Barakallahu fik, Bruder. Ich habe, wie gesagt, das ist meine Meinung. Also, vielleicht sehen das andere Leute anders. Aber ich möchte halt, dass man aus dem Stream rausgeht und sagt: Bruder, die Sache war klar. Der Atheismus ergibt überhaupt keinen Sinn. Das Christentum ergibt überhaupt keinen Sinn. Und ich möchte in erster Linie die Theologie sozusagen komplett bloßstellen. Dass man sagt, das ist vollkommen widersprüchlich. Auf Kosten dessen werden auch meistens die Leute, die es von sich geben, bloßgestellt. Aber es ist ihre eigene Schuld, wenn sie solch abwegige Aussagen treffen. Klar. Wie zum Beispiel, wenn sie sagen, ein lebendiger Fisch ist nicht komplexer als ein Holzfisch. Das im Endeffekt Lustige ist deine abwegige Aussage, mit der du versuchst, Gott zu verleugnen. Aber mir ist es wichtiger, wenn dann leidet die eine Person, aber dafür ist für die anderen Leute klar, schau mal, was für eine abwegige Theologie sie haben. Wenn wir dann aber im Privaten sind, ganz anders. Im Privaten ist es ganz anders. Und die Atheisten und Christen, mit denen ich im Privaten geredet habe, sind auch ganz anders. Weil die sind nicht auf diesem, oh, ich muss mich jetzt verteidigen, ich bin vor Kampfmodus, gell? Die sind nicht im Kampfmodus, die sind im Dialogmodus. Genau, aber vor 1000 Leuten muss ich den auspacken. Also deswegen mache ich das auch ein bisschen plakativ, ein bisschen stärker, damit ich euch zeige, Leute, es ergibt keinen Sinn. Weil wir reden immer noch, Leute. Wir reden nicht über Sport, wir reden nicht über Autos, wir reden nicht über, was ist besser, PS5 oder Xbox. Wir reden darüber, was passiert nach deinem Tod für alle Ewigkeit. Für alle Ewigkeit. Und da möchte ich nicht, dass jemand aus dem Stream rausgeht und sagt, ja, war 50-50, beide hatten ihre Argumente. Nein, ich möchte, dass du rausgehst und sagst, Bruder, was erzählen die da? Der Islam ergibt 1000-mal mehr Sinn. So möchte ich, dass du rausgehst. Und deswegen bin ich da sozusagen ein bisschen stärker, sage ich mal. Ich weiß nicht, deutlicher. Ich meine, du bist deutlicher und diese Deutlichkeit ist absolut notwendig in der Dauer. Deswegen
Du lässt nichts offen, du ziehst durch. Ja, du bist auf der Außenbahn, ziehst durch in die Mitte, Tor. ich liebe Armes Gleichnis. Pass auf, lesen wir mal weiter in Surah Nuh, hier ist noch was sehr Interessantes. Da sagt Allah, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Bittet Allah um Vergebung, er ist allvergebend. Pass auf, was er jetzt sagt. Er sagt, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Er sendet den Himmel auf euch mit niederströmendem Wasser herab. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَانٍ وَبَنِينَ. Und er erstattet euch aus mit Besitz und mit Kindern. Und Besitz und Kinder, das ist immer ein Zeichen für sozusagen Reichtum und gutes Wohlstand. Leben. Wohlstand. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Und er gibt euch einen Garten und Flüsse. Hier ist über das Diesseits der Rede. Er sagt zu ihnen, bittet Allah um Vergebung, ihr bekommt diese Sachen im Diesseits. Und die Gelehrten haben hier gesagt, dass das eine Art ist, wie du mit deinem Volk redest. Denn dieses Volk hat nicht an das Jenseits geglaubt. Dieses Volk, die waren lost, sein Urgroßvater. Und an das Jenseits haben sie erst recht nicht geglaubt. Die haben das gar nicht geglaubt. Was hat Nuh gesagt? Er hat sie erstmal auf Diesseits angesprochen. Er hat gesagt, Allah gibt euch eine längere Zeit zum Leben. Er vergibt euch eure Sünden. Er gibt euch hier niederströmendes Wasser und gesunde Kinder und Mal und Besitz und so weiter. Und das ist auch im Islam so. Wenn in Surah Taha sagt Allah sinngemäß, dass wer ein religiöses Leben, ein gläubiges Leben führt, der wird ein beruhigtes und ein schönes Leben führen. Also das heißt, dass du Allah nahe bist, du wirst ein schönes Leben haben, du wirst Glückseligkeit erlangen. Das heißt nicht, du bist religiös, du fährst automatisch einen Lamborghini dann zum Ende deiner Zeit, aber das heißt, du wirst zufrieden sein, du wirst glückselig sein in deinem Herzen, egal was dir widerfährt. Und deswegen hat Nuh sie auf die Sachen angesprochen. Das ist wieder, schau auf dein Volk und schau, mit was sie konfrontiert sind und mach Dauer in einer passenden Situation. Ich möchte dich da vielleicht ganz kurz nicht unterbrechen, aber schau mal, ich möchte hier einen Bezug zur Realität bringen, okay? Enes und ich leben in einer Region in Europa, wo die Mehrheit katholisch ist. Das muss jetzt nicht unbedingt für München an sich gelten und für Wien eher noch weniger, aber grundsätzlich in unseren beiden Regionen sind die Leute eher katholisch. Wenn du zum Beispiel dann nach Osten gehst in die Tschechische Republik, da sind die Leute eher atheistisch. Wenn du beispielsweise aber in den Norden gehst von Bayern, da hast du eher ein agnostisches oder deistisches Weltbild. Gehst du aber dann zum Beispiel wieder nach Frankreich, hast du ein sehr starkes, nicht katholisch, sondern protestantische Personen. Das heißt, wenn du in einer Region lebst, wo die Mehrheit Katholiken sind, dann solltest du dich auch um dieses Gedankengut primär kümmern. Lebst du aber zum Beispiel jetzt, sagen wir, eine Stadt, wo viele Atheisten sind, sagen wir jetzt Dresden zum Beispiel, oder halt Ostdeutschland, wo eher weniger Leute Katholiken sind, das kann man auf jeden Fall so sagen, auch wegen der Geschichte, dann eher auf den Atheismus, weil da kannst du deine Leute abgreifen. Das ist wichtig, dass man nicht... Vielleicht auch... Wir kriegen ja oft die Frage, warum tut sie nicht gegen Buddhisten debattieren? Bruder, ich habe in meinem Leben einen Buddhisten in meinem Leben gesehen. Das ist kein Spaß, aber ich kenne keinen Mann. So, ja, ich kriege oft die Nachricht so, warum diskutiert sie nicht mit ihm? Ja, er lebt nicht hier so. Der Asiate lebt hier nicht so, Bruder. Ja, fühle ich 100%. Ich dachte mir auch gerade, weil du gerade die zwei Religionsgruppen genannt hast, wir haben gerade gesagt, mit spezifischer Dauer, dass du zum Beispiel schaust, was ist der Struggle des Atheisten? Klar. Ich würde behaupten, schauen wir mal, hey, Chat, ihr könnt mal mitsagen, mich interessiert auch eure Meinung. Meine Meinung nach, der größte Struggle der Atheisten ist, wenn sie akzeptieren, dass Gott existiert, müssen sie automatisch akzeptieren, dass es einen Sinn im Leben gibt. Wenn es einen Sinn im Leben gibt, gibt es Regel im Leben. Mhm. Und wenn es Regel im Leben gibt, heißt es, dass du dein Leben umändern musst. Du kannst nicht mehr das machen, was dir taugt. Du kannst nicht einfach das machen, was dir taugt. Und das ist für sie krass, weil für sie war, in hier illa hayatuna dunya, es gibt nur unser diesseitiges Leben. فَأَعْرِدْ عَنْ مَنْ تَوَلَّ عَنْ ذِكْرِنَا in Surah An-Najm. Wende dich von demjenigen ab, der sich vom Koran abwendet, عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ und der nichts anderes will, إِلَّا الْحَيَاتَ الدُّنْيَا, außer das diesseitige Leben. Das ist ihr ganzes Liebe und Herz, ist nur Dunya. Und wenn er das akzeptiert, dann denkt er sich, oida, das hat sogar Adopted mal gesagt,
dann heißt es aber kein Bikini mehr, kein Strand mehr, kein Disco mehr, kein das mehr, kein das mehr. Das ist ihr Struggle. Das heißt, sprich sie auch auf ihren Struggle an. Ich denke, das ist der Struggle der meisten Leute. Dann sprich sie auch darauf an. Das heißt, erstens, du kannst ihr die Süße der Dunja mal zerstören, indem du sagst, ist doch nur temporär. Jetzt genießt du es noch, aber die Zeit wird vergehen und du wirst, wenn du mit 70 im Sterbebett liegst oder mit 80, dann kannst du auch 80 Jahre genossen haben, das bringt dir nichts. Der Mensch lebt immer nur für den Moment. Der sagt nicht, oh, ich habe 80 Jahre genossen, oh, mir geht's super, juhu. Sondern er lebt immer für den Moment. Deswegen sagt auch Allah, dieser Moment, wo du in die Höllenfeuer oder ins Paradies kommst, die Person, die eine Sekunde lang, einen Moment lang im Höllenfeuer ist, in einem authentischen Hadith heißt es, die Person wird sagen, ich habe noch nie in meinem Leben etwas Gutes erlebt. Weil der Mensch lebt für den Moment. Der ist nicht so, dass er sich stark an die Sachen erinnert. Und derjenige, der ins Paradies trifft, der erste Moment, in dem er Paradies eintritt, sagt er, ich habe noch nie in meinem Leben Leid erlebt. Auch wenn er das schlimmste Leben hatte. Darum geht es in dem Hadith. Der eine hatte das beste Leben, der andere hat das schlimmste Leben. Er sagt, ich habe noch nie etwas Gutes erlebt. Ich habe noch nie etwas Schlechtes erlebt. Der Mensch lebt für den Moment. Versucht ihn dann so ein bisschen diese Liebe abzusprechen. Genau. Ah ja, genau, zum Beispiel der Bayjan sagt, Eingeständnis, dass man arrogant war, oder, dass man als das höchste Wesen, ich verstehe, was du meinst. Das ist ja, was im Koran sehr oft mit dem Kibr angesprochen wird. Sie sind zu arrogant, die Wahrheit zu akzeptieren. Sie sind zu arrogant, zu sagen, ich lag falsch. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Man hat das, Clips gesehen. Was mache ich da am schlausten? Privates Gespräch. Privates Gespräch. Oder du machst ihm deutlich, wie viel Stärke es eigentlich zeigt, dass man sagt, ich habe Unrecht gehabt. Ich habe einen Fehler gemacht. Bruder, das fehlt mir. Ich könnte jetzt einen fetten Talk raushauen, das fehlt mir sogar Erkenntnis. Bei islamischer Community. Sogar bei islamischer Community fehlt mir das bisschen. Dass man den Mumm hat, zu sagen, Bro, habe einen Fehler gemacht, sorry. Ich habe ein Video veröffentlicht, das war nicht gut, das war keine gute Idee, war ein Fehler, öffentliche Entschuldigung, ihr hattet recht. Das ist so eine Stärke. Aber das wird hier in der Gesellschaft als etwas Negatives gesehen. Bin mir nicht sicher, Bruder. Dieser Move wird, glaube ich, sogar positiv gesehen. Natürlich, ich denke, dass wenn sich ein Politiker für einen großen Fehler entschuldigt, dass der in der Sympathie nach oben geht. Aber denkt man dann nicht so, du bist also fehlbar, du machst also Fehler, also hast du das nicht gut überlegt. Aber weißt du was? Die meisten Menschen, die auf das schlecht reagieren, die sind grundsätzlich antipathisch, also sind grundsätzlich nicht empathisch. Weil wenn du rausgehst und sagst, ich habe einen Fehler gemacht und die Leute zeigen auf dich, Bruder, zeigen vier Finger auf dich zurück. Deswegen, also man kann auf jeden Fall sich diesbezüglich... Also ich finde, ein Fehler zugestehen, das tun wir uns ja auch intern, du weißt ja, intern tun wir das ja oft bei Imam. Dass wir sagen, das war nicht richtig. Und das ist gut. Das schafft Vertrauen und das schafft Souveränität in den Aussagen. Ja. Einer sagt auch, du musst akzeptieren, dass du die ganze Zeit falsch gelebt hast und gedacht hast. Stimme ich vollkommen zu. Genau, aber deswegen meine ich, oder zum Beispiel bei den Christen. Bei den Christen haben sie sehr stark diesen Liebesaspekt. Dieser Liebesaspekt schießt natürlich komplett, wir haben letztens schon im Stream gesprochen, da sind teilweise unschlüssige Sachen. Die sagen zum Beispiel, er liebt Gott, Jesus liebt Hitler von ganzem Herzen und er liebt ihn so sehr. Dann sage ich, Bruder, und wo hat sich die Liebe manifestiert? Hitler ist jetzt im ewigen Höllenfeuer. Wo ist die Liebe? Wenn er ihn wahrhaftig liebt, dann leite ihn recht, damit er Christ wird und sagt, oh, es tut mir leid, Tauber macht, Vergebung macht, ins Paradies eintritt. Also anscheinend hat Gott ihn bestraft, dass er nicht die Wahrheit eingesehen hat, gestorben ist, ins Höllenfeuer geht. Also das heißt, das ist ja eh schon ein Problem. Sie haben mit diesem Liebe teilweise Konzepte aufgebaut, die gar keinen Sinn ergeben. Aber sprich ihn auf die Liebe im Islam an. Denn er kennt wahrscheinlich vom Islam nur den strafenden Gott. Das ist so das andere Extremum. Ja. Und Allah sagt im Koran, اَعْنَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَأَنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Wisset, dass Allah allvergebend und barmherzig ist und dass er streng im Bestrafen ist. Es gibt nicht nur die eine Seite, es gibt auch die andere Seite. Dann sprech vielleicht die Liebe Allahs an, die ganzen Hadithe, die Liebe ansprechen. Ja, aber bringe natürlich auch die Verse, wo Allah im Bestrafen ist, aber du schaust dir, was braucht er, was braucht sein Herz, wie schaffst du das? Wie schaffst du, das ist die wichtigste Frage, glaube ich, wie schaffst du es, situationsabhängig mit einer Person Dawah zu machen? Sertac sagt zum Beispiel, schiefen Dialog vermeiden. Ein Akademiker redet mit einem
Schulabbrecher über die Konstellation des Achyras. So, das ist ein bisschen zu hoch. Aber was ist noch wichtig, um eine Person also auf dem Niveau von dieser Person zu sprechen? Wie weiß man, was eine Person braucht? Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, ein richtiger Aspekt haben wir schon bereits hier in Sura Nur, dass du aus dem Volk überhaupt kommst. Wenn du aus dem Volk kommst, weißt du, was dort abgeht. Wir kennen die Männerszene zum Beispiel. Ich weiß nicht, wer von den Männern hier im Stream, ich denke mal, die meisten sind Muslime, feiert zum Beispiel Autos. Ist so ein Autosüchtling. Eins in den Chat. Also ich mache schon mal eine Eins für mich. Du weißt, die meisten Männer hier, die haben so dieses Auto-Ding. Die sind so voll verrückt nach Autos. Schau mal, wie es mit Autos abgeht. Schau mal, die Automobilindustrie, wie sie boomt. Das heißt, du hast irgendwie, das ist wieder dieser Hang zu Dunja. Ihm klar machen, die Dunja ist vergänglich. Dein Auto wird alt, das verschrottet irgendwann. Du wirst es nicht ewig haben, du wirst es nicht mit ins Grab nehmen. Ich weiß, ist vielleicht nice, aber im Endeffekt, es bleibt nicht lange. Du kennst das Volk, das ist der erste Aspekt beim Sprechen. Du kennst das Volk. Und also, zweitens, das heißt, du sollst aus dem Volk sein? Genau. Das Volk kennen, seine Struggles sozusagen besser, kennen. Ja, genau. Besser kennen. Und dann das Individuum auch befragen. Wenn du vielleicht eine Art Smalltalk machst, das heißt, du fragst, okay, was machst du, wo lebst du und so weiter, du erfährst etwas über die Person, dann kannst du vielleicht besser auf ihn eingehen. Du weißt vielleicht, in welcher Familiensituation lebt er. Sprich auf eine freundschaftliche Art und Weise. Sowas ist natürlich nicht im Stream, Leute. Es ergibt keinen Sinn, wir machen Stream. Gott existiert, Überzeugung zum Gegenteil, und dann fange ich an, mit I doubt it darüber zu reden, was er studiert und was er gestern zum Mittag gegessen hat. Aber das könnt ihr in privaten Gesprächen sehr gut machen. Und die privaten Gespräche sind immer erfolgreicher. Wir machen diese Streams nur, damit ihr Argumente bekommt. Ich würde nicht sagen erfolgreicher. Ich meine erfolgreicher auf das Individuum. Die Ziele sind anders. Auf das Individuum. Ja, natürlich. Das Ziel im auf persönlichen große, Gespräch. Ja, im, ja, das klar. Ziel im persönlichen Gespräch ist es, diese Person einzureden, sie zu verstehen, ja, dieses Richtig. Empathische. Aber im Stream heißt es, mein Argument gegen dein Argument, und dann Richtig. Musst du antreten. Richtig. Im Stream ist sozusagen mit erfolgreicher, meine ich, auf das Individuum gesprochen. Ich meine damit, es ist viel wahrscheinlicher, das Individuum, mit dem du sprichst, den Islam annimmt, wenn du mit ihm privat sprichst, als in einer öffentlichen Debatte. Das natürlich. In einer öffentlichen Debatte ist selten. Im Stream hast du natürlich dann andere Vorteile, die du in einem geheimen Gespräch nicht hast. Erstens, die Leute lernen die Argumente, die kennen die Argumente der Gegenseite, die kennen die Argumente der Muslime und so weiter. Im Stream hast du natürlich, sonst würden wir es ja nicht machen, wenn es keinen Nutzen hat. Stell dir mal vor, der Mohammed, der Christ, kommt einfach zu dir. Ja, Enes, deine Argumente, ein Strich. Richtig, 5-Sterne-Argumente, Enes. So, wird nicht ja, das wäre natürlich oder? Nice, aber es ist selten. So ist es selten. Aber schauen wir mal, vielleicht kommt der nächste Season. Apropos, Leute, im Mainstream Season 2 mit Enes und Sertac und weiteren Speakern. Bruder, ihr denkt so, ich sitze die ganze Zeit in Wien und mache gar nichts. Bruder, ich habe euch 4 Speaker zusätzlich. Ja, Bruder, diese 4, Bruder, da, Top genau Bro. Das ist es. Wir haben Season 2, wir planen es gerade, und Enes ist immense Speaker, inshallah, bei Season 2. Ich habe gerade nachgeschaut, ich habe ja vorher die Autounfall gemacht, es sind ja echt wenige Leute. Es ist gut, Bruder. Es ist gut, wenn ihr nicht so einen Auto-Struggle habt, weil im Endeffekt ist es ja eigentlich, wie soll man sagen, so eine Dunja-Sache, die nicht verboten ist. Ist nicht verboten, ein schönes Auto zu fahren, ein schönes Auto zu kaufen. Aber im Endeffekt ist es so eine Sache, die einen ablenkt. Und sie kann natürlich potenziell auch schief gehen, wenn du zum Beispiel dadurch arrogant wirst und so, aber anderes Thema. Aber sonst sind natürlich Autos nicht verboten. Ja, genau, aber das meinte ich mit, du solltest das Volk kennen. Ja, und du solltest mit ihnen reden können. Schauen wir mal noch was in Sura Nur. Da haben wir gesagt, er hat sozusagen über Sachen Dunyawi, diesseitige Sachen, mit denen hat er mit ihnen geredet, genau. Genau, dann spricht er über die Erschaffung, das ist sehr interessant. Schau mal, jetzt macht er Dawa mit ihm. Er sagt zu ihm: Alam taru kayfa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Seht ihr nicht, wie Allah die 7 Himmel über euch erschaffen hat? Seht ihr nicht die gewaltige Erschaffung, das Universum? Und er macht weiter: Wa ja'ala al-qamara, den Mond, fihinna nura. Er hat in den Mond zu einem Licht gemacht. Und ash-shamsa siraja. Siraja ist ein von sich, wenn ein Objekt Licht gibt, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder es reflektiert Licht oder es gibt von sich selber Licht. Das sind die 2 Möglichkeiten. Siraja, es reflektiert oder strahlt aus. Genau, es reflektiert oder strahlt aus. Siraja heißt von sich selber gebendes Licht. Der Kamar, der Mond, wird nicht als von sich selber gebendes Licht, sondern Nur, also nur als ein Licht bezeichnet. Aber nicht als ein Siraj. Und interessante Sache, der Prophet wird im Koran als Sirajan
Munira bezeichnet. Allahu Akbar. Sirajan Munira, pass auf, wieso sagt Allah Sirajan Munira? Über den Mond hat er gesagt, leuchtend. Über die Sonne sagt er Siraj, also sozusagen eine Quelle Strang. Der Hitze und des Lichtes. Aber der Prophet ist so ein Mix aus beiden. Wieso? Bruder, die Gelehrten haben gesagt, das ist voll cool. Das muss ich mal aufschreiben, Bruder. Das ist so schön. Das ist auch die einzige Stelle. Shams immer Siraj, Qamar immer Munir. Und beim Propheten beide Eigenschaften. Sie haben gesagt, wieso? Weil das Licht kommt vom Propheten, Siraj, von sich selber strahlend. Aber er hat nicht so eine gewaltige Strahlung wie bei der Sonne, dass wenn du ihm nahe kommst, dass du dich verbremst und dass das sozusagen verbrennst und dass es sozusagen zu stark strahlst, wie wenn du in die Augen schaust, wenn du in die Sonne schaust, ein zu starker Strahl, sondern Munir, wie der Mond. Von sich selber ausstrahlendes, sanftes Licht. So wurde der Prophet bezeichnet. Also. Genau, aber Nuh redet über die Erschaffung. Das ist Dauer. Wir reden mit den Leuten, wir sagen ihnen, schaut euch die Lebewesen an, schaut euch die Galaxien an, schaut euch, wie Allah alles erschaffen hat, schaut euch, wie das Licht an und so weiter. Und er macht sogar weiter, er sagt, er geht vom Himmel, er hat über den Himmel gesprochen, jetzt geht er zur Erde, das, was vor euch direkt liegt. Wallahu anbatakum minal ardi nabata. Allah hat euch doch aus der Erde erschaffen. Aus der Erde hat er euch erschaffen. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Und dann bringt er euch wieder zurück und bringt euch ein zweites Mal hervor. Er hat euch das erste Mal hervorgebracht. Er bringt euch auch ein zweites Mal. Wenn er das erste Mal euch hervorgebracht hat, wieso sollte er euch nicht ein zweites Mal hervorbringen können? Mhm. Was seid ihr entstanden? Aus der Erde. Er entwickelt aus Nahrungsmitteln, die dein Vater zu sich genommen hat. Und daraus entstehen Samen, daraus entsteht ihr. Und dann redet er weiter. Er redet weiter sozusagen über die Erde. Und jetzt pass auf, jetzt sagt Nuh. Qala Nuh Rabbi, innahum asawni. Er sagt wieder, O mein Herr, sie haben sich mir widersetzt. وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا. Bruder, perfekter Vers auf die heutige Zeit. Sie haben sich mir widersetzt, sie sind gegen mich und sie folgen lieber jemanden, der ihnen im Besitz und Kinder nur Verlust gibt. Nur Verlust gibt. Das heißt, dein Besitz und deine Kinder sind für dich nur Verlust. Anstatt dass dein Besitz dir zugunsten ist, es ist nur Verlust für dich. Es wird dir nur schaden, dein Besitz. Sie folgen lieber denen. Und das sehen wir genau heute in der heutigen Zeit. Du hast diese Streams, du hast andere Islam-Streams, du hast andere Islam-Videos mit wenig Klicks. Und dann irgendwelche Unsinn-Videos, Bruder, wo über den Pranks. Absoluten Schrott... Ich hasse die Pranks, Bruder. Das ist eigentlich Lügen. Einfach Schrott geredet wird, weißt du. Oder Werte vermittelt werden, die offensichtlich schlecht sind. Bruder, hast du 1 Million Aufrufe. Stell dir vor, wenn ich und Amir morgen machen, wie ein Prank... weiß ich nicht, Leuten irgendwas an den Kopf werfen. Das wäre wahrscheinlich ein top geklicktes Video auf dem Markt. Ich werde verhaftet, das wird super geklickt, glaube ich. Aber schau mal die Situation an, wie real. Er ruft sie auf, das taugt mir am Islam, am Koran so. Weißt du, so real. Nicht so, ich habe sie aufgerufen, sie alle sind zum Islam konvertiert, wir haben dann zusammen gebetet, Ende Friede vor der Augen, sondern volle Realität. Sie haben mich abgelehnt, sie haben sich über mich lustig gemacht, sie haben dann jemanden anderen gefolgt. Dachten sich, doof, der Typ, wir folgen irgendjemand anderem. Der ist toll, dem folgen wir. Er ist einfach so krass, es spiegelt perfekt die Realität. Es spiegelt einfach perfekt die Dauer wieder, genau, perfekt. Bruder, mir kommt manchmal vor, der Koran ist Real Style, Real Story. Ja, es spiegelt das Leben wirklich wieder in seiner vollsten Realität. Bruder, und dieses Buch, schaut mal, ich will euch mal etwas sagen, was mich am Koran fasziniert. Das hat kein Update, Leute. Genau. Das hier ist 1400 Jahre alt. Und schau, Enes hat studiert, ich habe studiert, Seta Church studiert. Bruder, ich kenne kein Buch, wo es keine zweite Auflage gibt. Kennst du ein Buch, was in der ersten Auflage bleibt im akademischen Bereich? Es gibt selbst Mal nach Zahlen oder sowas gibt es zweite Auflage. Ja. Einfache Bücher haben auch zweite Auflage. Ja. Das hier ist 1400 Jahre alt. Und hat keine zweite Auflage. Ja. Und meistens, wenn du ein Buch schreibst, dann ist es dann alt geworden, altbacken. Zum Beispiel ein Buch, es sind ja Erkenntnisse. Wenn du über Kenntnisse in der Physik hast, du schaust dir nicht mehr das Buch an vor 1300 Jahren, sondern du hast jetzt irgendein neues Physikbuch, weißt du? Sagst immer, altes Ding. Wir haben dieses Wissen genommen, überarbeitet, hier ist ein besseres Buch. Beim Koran hast du das nicht. Eigentlich könntest du sagen, nimm den Koran, mach ein besseres Buch. Das ist genau die Herausforderung. Hier kannst du sogar nehmen als Vorlage. Das Versprechen, was Allah uns gibt, dass er sagt, er beschützt es. Weil es gibt, glaub's mir,
Seien wir sich ehrlich, die meisten Atheisten, die im akademischen Bereich sind, das sind jetzt Spaß beiseite, die sind viel intelligenter als die Sahaba. Die haben viel mehr Wissen als die Sahaba. Wahrscheinlich, ich will jetzt nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen, aber jeder Universitätsabsolvent in Europa hat grundsätzlich von mehr Dingen Ahnung als der Großteil der Sahaba. Du meinst jetzt so über diesseitige Sachen, meinst du? Ja, zum Beispiel über die Technik, über Wirtschaft, ja, natürlich, über solche Sachen. Ja. Selbst über andere Religionen. Okay, es gab ja Sahaba, die ganz kurz gelebt haben. Okay, die haben Islam angenommen, sind dann gestorben zum Beispiel. Und jetzt kommt der springende Punkt. Das da ist noch immer dasselbe gewesen und kein Sahaba hat es geändert. Die Sahaba, jetzt seien wir sich ehrlich, wenn das Buch Fehler hätte, dann hätte es die erste Generation bereits korrigieren können. Aber Allah sagt, dass er der Wächter darüber ist. Es hat bis jetzt niemand geschafft. Weder der Akademiker, der im Jahr 2021 auf der Harvard International Business School absolviert hat, hat das geschafft zu ändern, noch die geistreichsten Personen während zur Lebzeit. Das heißt, das, was wir in der Hand, jeder hat von uns wahrscheinlich ein Koran zu Hause, das ist wertvoller im Wissen als jedes andere Buch. Ja, das stimmt, Bruder. Fühle ich. Sorry, wenn ich gerade ein bisschen emotional wurde, aber... Nee, Bruder, fühle ich. Voll der gute Einschub. Wir haben auch viele Leute noch, ich versuche immer den Chat parallel mitzulesen, haben auch gesagt, das, was du 99% im Internet siehst, ist genau das. Sie folgen lieber jemand anderen. Derjenige, der ihnen eigentlich nur den Verlust mehrt. Weiter, genau danach sagt Allah, وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. Also Noah sagte, und sie haben gewaltige Pläne geschmiedet, also gegen ihn geschmiedet. Und das muss nicht zwingend Pläne der Gewalt sein, sondern es kann Pläne sein, wie können wir ihn bloßstellen, wie können wir uns über ihn lustig machen, wie können wir seine Botschaft entstellen. وَقَالُوا, jetzt kommt ihr Plan, لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ. Verlasst nicht eure Götter. Das haben sie zu den Menschen gesagt. Verlasst nicht eure Götter. لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر. Verlasst nicht eure ganzen Götter. Wad und Yaguth und so weiter. Diese ganzen Götter haben sie aufgezählt. Die Gelehrten sagen übrigens, das waren früher rechtschaffene Menschen, die gestorben sind. Und Shaitan ist zu den Menschen gekommen, hat gesagt, hey, malt ein Bild von diesen rechtschaffenen Menschen, hängt sie auf und dann werdet ihr euch immer an sie erinnern. Und irgendwann haben sie angefangen, diese Menschen anzubeten. Und deswegen ist es auch im Islam so kritisch mit Bildermalen. Ja, weil das kann von Zeit zu Zeit, du sagst, jetzt noch ist eine Erinnerung und irgendwann werden diese Temathil, diese Götzen oder diese Statuen oder die Bilder werden irgendwann angebetet. Deswegen gibt es da so viele Hadithe, die darüber waren. Genau, verlasst nicht diese ganzen Götter. Und dann sagt Allah, وَقَدَ أَضَلُّ كَثِيرًا. Und sie haben bereits viele in die Irre geführt. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. Jetzt wird sehr interessant. Er sagt, Allah, tu den Ungerechten, الظَّالِمِينَ, das heißt diejenigen, die Grenzen der Menschen, genau, die الظَّالِمِينَ ist, die tun die Grenzen der Menschen überschreiten. Also die tun Ungerechtigkeit. Genau. Also die tun schlimme Ungerechtigkeit. Mehre ihnen nur ihren Dolala, ihre Irrleitung. Dieser Vers ist der Beweis dafür, dass du ein allgemeines Dua übrigens sprechen darfst. Du kannst sagen sowas wie, oh Allah, du siehst zum Beispiel eine schlimme Ungerechtigkeit. Eine Person macht eine schlimme Ungerechtigkeit. Die sehen wir hier in Deutschland Gott sei Dank relativ wenig, aber in anderen Ländern passieren unfassbar schlimme Sachen. Da ist sowas wie Mord und sowas, was ganz grauenhaft ist. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Wir sagen einfach das Wort Mord, wenn du das mal mit eigenen Augen siehst, was das bedeutet, das ist unfassbar schlimm. Und du darfst ein allgemeines, also kein spezifisches, du kannst nicht sagen, leite ihn in die Irre, sondern du sagst allgemein, leite diejenigen, die Ungerechtigkeit tun, noch stärker in die Irre. Jetzt pass auf, was Allah sagt. Er sagt, mimma khati'atihim, für ihre Fehler, für ihre Sünde, Ororiku, wurden sie ertränkt. Hier sagen die Gelehrten, sie wurden nicht zu Unrecht ertränkt. Wegen ihrer absichtlichen Ablehnung, wegen ihrer Sturheit, wegen ihrer Arroganz, mimma khati'atihim ughriku, fa'udkhilu nara, falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Und sie wurden in ein Höllenfeuer reingebracht und sie werden außer Allah keinen Helfer dort drin finden. Dieser Vers ist übrigens bereits der Beweis dafür, dass es die Strafe im Grab gibt, weil sie sind jetzt bereits im Höllenfeuer. Und jetzt die letzten Verse dieser schönen Sura.
وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. Jetzt wird interessant. Er sagt: O Allah, lass, mein Herr, lass von den Leugnern auf der Erde keinen einzigen übrig. Hier stellt sich die Frage: Hey, wieso? Ist das nicht hart? Wieso nicht recht leiten und so weiter? In einer anderen Sure sagt Allah bereits, in welcher Sure war das? Illa man qada aman. Vielleicht weiß das einer von euch im Chat. Da sagt Allah bereits, dass keiner aus deinem Volk weiter glauben wird. Es wird kein Gläubiger hinzukommen, außer diejenigen, die bereits geglaubt haben. Das heißt, er wusste, der Rest wird nur noch ablehnen. Er wusste, von meinem Volk wird nur noch ablehnen. Deswegen sagte er, lass von ihnen keinen übrig. Aber wieso? Wieso soll man keinen übrig lassen? Es ist nicht gemein, schon mal, was er sagt. إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. Wenn du sie leben lässt, werden sie doch nur weitere Seelen in die Irre führen, also noch andere Seelen mit ins Verderben stürzen, und sie werden doch nur Leute zeugen, die sie dann auch wieder, also sie werden Kinder zeugen, die natürlich ihre Überzeugung übernehmen und weiter in die Irre gehen. Das ist sein Grund gewesen. Es werden weitere Seelen nur dahin gehen. Deswegen sagte er, lass von ihnen keinen übrig. Und dann sagte er, jetzt sehr schön, der letzte Vers ist nochmal richtig, richtig schön. Pass auf, hier stecken viele Sachen drin. Rabbir firli, o mein Herr, vergib mir. Vergib mir. Wir haben gesagt, du fängst immer bei dir selber an. Ja. Er sagt, vergib mir. Ja, letztens ein Bruder war irgendwie sauer auf mich oder so, dann meinte er zu mir, möge Allah dich recht leiten. Die Gelehrten haben gesagt, diese Art ist schon eine Art, möge Allah ihn recht leiten. So eine Art der, wie soll man sagen, eine Art der Abwertung. Weil normalerweise... Was wäre die bessere Dua? Möge Allah uns? Möge Allah mich recht leiten und auch dich recht leiten. Ich fange bei mir an. Ich brauche die Rechtleitung. Wir sagen ja auch in der Fatiha... Im letzten Stream haben wir darüber geredet, dass man... mit der Ich-Botschaft beginnt. Bruder, genau. Du setzt genau da an, wo Serp drauf gehört hat. Bruder, du machst mir meinen Job total leicht. Wir sind ja auch so, Bruder. Wir sind ich und Serp. Nee, wir sind auch noch so, mehr. Bruder. Ihr seid nicht so. Ihr seid so. Das ist oder wir sagen in Surat al-Fatiha, ich habe zu dem Bruder gesagt, Bruder, ich sage, Bruder, ich glaube, ich habe was verpasst. In Surat al-Fatiha sagen wir eigentlich, Ihdinas Sirat al-Mustaqim, leite uns den geraden Weg. Voll vergessen, dass da steht, leite dich den geraden Weg. Nein, wir reden über uns, du brauchst Rechtleitung, genauso wie wir alle Rechtleitung brauchen. Aber er sagt, vergib mir, wali walidayya und meinen Eltern. Und jetzt pass auf, wali man dakhala baytiya mu'minan. Und jeder, der mein Haus, jeder Gläubige, der mein Haus betritt. Die Gelehrten haben daraus abgeleitet, die Propheten und Gesandten waren Menschen der Gemeinschaft. Der mein Haus betritt. Würdest du diese Dua machen, wenn in deinem Haus potenziell nur du reingehst und sonst keiner in deinem Haus reinkommt? Nee, würdest du nicht machen. Wird gar keinen Sinn ergeben zu sagen, der mein Haus betritt, während eh keiner in dein Haus reinkommt, weil du immer wie so ein Einsiedler am Abend 24 Stunden zockst. Sondern das waren Leute der Gesellschaft, Leute der Gemeinschaft. Die haben Leute eingeladen, haben Muslime und Nicht-Muslime eingeladen, mit ihnen geredet, Teil der Gesellschaft, mit ihnen Dawa gemacht. Also es waren keine zurückgezogenen Einzeller, sondern es waren offene Menschen für die Gesellschaft. Soziale Wesen. Soziale Wesen. Jeder, der mein Haus betritt, schau mal, wie er extra dieses Dua hinzufügt. Walil mu'minina walil mu'minat, dann sagt er sogar für alle. Für alle Gläubigen, vergib ihnen allen. Und dann sagt er, وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَ. Und den Ungerechten gib ihnen nur noch mehr Vernichtung. Hier wieder eine allgemeine Dua gegen die Menschen, die Ungerechtigkeiten verüben. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَ. Übrigens, noch eine letzte Erinnerung, falls jemand sagt, Noah ist nicht gekommen zum Volk und hat direkt gesagt, möget ihr vernichtet werden. Nein, 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 nein. Er hat mit ihnen Dawa gemacht, 950 Jahre. 950 Jahre und keine Sorge, Bruder, ich struggle überhaupt nicht daran. Also Bruder, Allah ist allmächtig. Allah hat uns erschaffen. Schau mal, er hat uns aus einem kleinen Samen erschaffen, den wir von der Kleidung wegwaschen, den wir in die Waschmaschine werfen, den wir weg. Ein kleiner Samen hat er solche Menschen erschaffen. Schau dir mal, Allah ist allmächtig. Glaubst du, ich habe Zweifel daran, wenn Allah sagt, Noah hat 950 Jahre gelebt, hat Noah für mich 950 Jahre gelebt. Wieso ja, natürlich. Funken, also das ist diese zweifelhaften Sachen. Nur ein schon mal, Funken unser Verständnis, das ist vielleicht, das ist ganz, ganz wichtig. Das, also unsere Interpretation ist das Resultat unserer Wahrnehmung aufgrund unserer Erkenntnis, was wir kennen. Wenn jetzt
dieses Buch sagt, Noah hat 1000 minus 50 Jahre gelebt, dann ist die einzig wahre Antwort, dass das so ist. Richtig. Und dann kann nicht jemand kommen und sagt, oh, das steht im Koran, ja, aber das hört sich nicht vernünftig an. Ja, aber das ist deine Interpretation. Weil wenn mein Schöpfer sagt, das ist die Wahrheit, dann geht es nicht um meine Interpretation. Meine Interpretation hat gar keine Relevanz. Du gehst auch nicht zum Raketenwissenschaftler und sagst, das Biobenzantol ist meiner Meinung nach besser, Bruder, deine Meinung interessiert nicht. Wenn Allah gesprochen hat, das ist die Wahrheit. Punkt. Aus. Ende. Lieber Bruder Enes. Zwei Brüder haben geantwortet. Ah, Surah Hud war das. Das mit keiner wird glauben, außer diejenigen, die bereits geglaubt haben. Mashallah. Mhm. Top, Brüder. Enes, wir sind noch nicht am Ende, gell, Leute? Ich habe euch natürlich versprochen, aber ich muss Enes noch eine Frage stellen. Liebe Geschwister, postet jetzt eure Fragen in den Kommentarbereich. Wir werden dann 3 bis maximal 5 Fragen dran nehmen. Inshallah, die ich dann Enes stellen werde und er wird im Rahmen seines Wissens dann antworten. Vielleicht fischt er auch noch eine raus. Aber Enes, ich will noch 2 Minuten vorher mit dir über was plaudern. Gerne, Bruder, hau raus, Bruder. Wie wäre es, stell dir mal vor, diesen Stream, ja? Das ist jetzt nur mal so Real Talk, ich nehme jetzt die 2 Minuten. Stell dir vor, wir machen im 1-2 Mal im Monat dieses Format, wo wir uns also mit einer Dauerperspektive den Koran anschauen. Ich hole mir eine zweite Kamera. Die Kamera ist dann wie bei den Pokémon. Kennst du diese Pokémon-Karten entpacken? Amir ist so hip, Bruder. Amir ist. Bruder, es ist Teil meiner Arbeit. Ich muss mich informieren, was die Konkurrenz macht. Das heißt, eine Kamera ist ober mir und du rezitierst auf Arabisch und ich halte den deutschen Teil hier als Extrafenster. Das heißt, man sieht Enes, mich und den Koran auf Deutsch und Arabisch. Ich mache 2 Kameras, Leute. Das heißt, links oben Enes Koran-Show, rechts oben ich, links unten Koran auf Deutsch, rechts unten Koran auf Arabisch. Wer das will, 1 in den Chat. Weil wenn das total nachgefragt ist, werden wir das auf jeden Fall mal überlegen. So, Bruder Enes, jetzt Frage an dich. Hast du eine gute Frage gefunden, bevor der Chat partizipiert? Ja genau, stellt mal jetzt eure Fragen, Leute. Ich habe... Bruder, die Leute wollen das, Bruder. Die Leute brauchen das. Oh, mashallah, wie viele Einser, Bruder? Bruder, weißt du, wie es... Schau mal, ich will dir jetzt mal was sagen. Bruder, ich sicherlich 2-3 Stunden in der Woche konzentriere ich mich, wie wir den Stream besser machen können. Und ich sehe, dass die Nicht-Muslime sich noch mehr Mühe geben, Bruder. Ich sehe, dass die Nicht-Muslime, die nicht-muslimischen Streamer, Gaming-Streamer, Reaction-Streamer, was gibt's noch? Story-Streamer, jetzt mal abgesehen von dieser ganzen Schießereispiele und so, die geben sich noch mehr Mühe als wir, Bruder. Da müssen wir reinbuttern. Konzepte und Technik. Ich würde sagen, Bruder, das hast du gute. Wenn das Video 1500 Likes bekommt, mach mal. Also liked mal schön den... Wie viel haben wir denn gerade? Wir sind gerade bei fast 400 Likes. Also wenn wir 500 Likes schaffen, geehrte Geschwister, wenn wir 500 Likes schaffen auf das Video, werde ich noch heute Nacht vor Fajr mit dem Konzept eines Koran-Streams beginnen. Ihr habt mein Wort, ihr wisst, was das heißt. Ich sitze dann vorm Computer. Das sind... 500, dann schaffen wir das. Also dann haue ich mich sicherlich rein. Hier sind gerade so viele Fragen. Hast du zu viele Fragen gerade? Ja. Wenn du eine gute Frage findest, dann bitte die Zeit sagen. Okay? Ach, Bruder, die Zeit, wie soll ich denn die Zeit da herausfinden? Das steht doch gar nicht daneben bei mir. Na komm auf, ach so. Dann egal, sag mir bitte den Namen. Den Namen, dann finde ich es. Ich habe ja die Software bei mir. Weißt du, ich bin ja der Stream Master. Eine fragt zum Beispiel Deria Seltan, wie soll man mit Nicht-Muslimen, Deria Seltan, wie soll man mit Nicht-Muslimen umgehen, die einen beleidigen? Das ist eine sehr gute Frage. Also. Ich muss die nachfinden. Kannst du die ersten 2, 3 Buchstaben sagen? Salah? Deria, D-E-R-Y. Ja? Ja. Danke. Krass, wie du es schnell gefunden hast. Genau. Ja, danke. Also, ich meine, du musst grundsätzlich eine Sache betrachten. Allah sagt im Koran, فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ الذِّكْرَ
Erinnere, dem die Erinnerung nützt, wenn die Erinnerung nützt. Das heißt, du solltest in erster Linie Dauer machen mit Leuten, denen das Ganze nützt, wo du merkst, es ist Potenzial, dass sie das Ganze aufsaugen. Aber wenn du zum Beispiel jetzt so einen Widersacher hast, so haben wir einen sehr schönen Vers im Koran, wo Allah sagt, اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ. Wehre die schlechte Tat mit einer guten Tat ab. Er sagt an einer anderen Stelle, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. Derjenige, zwischen dem und dir eine schlimme Feindschaft herrschte, كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, kann dann zu einem warmherzigen Freund werden. Das heißt, er tut dir was Schlechtes, du wehrst mit einer guten Tat ab. Der ist vollkommen geflasht. Digga, ich habe dem was Schlechtes getan, er macht mir was Gutes. Dann kann das dazu führen, dass die Person ein warmherziger Freund wird. Aber Allah macht eine Ausnahme. وَمَا يُلَقَّاهَا. Keiner wird das erreichen. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Außer diejenigen, die geduldig sind. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Und jetzt habe ich den arabischen Teil vergessen, aber die ein gewaltiges Glück von Allah bekommen. Also diejenigen, die geduldig sind, ein gewaltiges Glück von Allah bekommen. Das heißt, du schaust situationsmäßig. Habe ich Potenzial, mit ihm weiter Dauer zu machen? Dann wäre es mit einer guten Tat ab. Er macht dir was Schlechtes, du tust ihm was Gutes. Kannst du ein Beispiel nennen? Schlecht behandelt. Da müsst ihr echt vielleicht selber. Wer sagen, hat dir jemals, du hast ja den Spiegel abgebrochen bekommen mal beim Auto. Kannst du dich noch erinnern? Mhm. Was ist, wenn du herausgefunden hättest, wer das war? Wie hättest du mit dem Dauer gemacht? Also ich muss sagen, jetzt gehen wir in einen Bereich rein, wo ich vielleicht auch sage, da muss ich vielleicht selber die Potenziale noch mehr ausschöpfen. Also zu sagen, ich mache jetzt gerade über eine Sache Dauer, wo ich mit mir selber noch Dauer machen muss. Man könnte natürlich, du kannst einfach schauen, was in deinem, vielleicht können die Leute vielleicht mal hier reinschreiben. Ich habe eine gute Frage. Ermutige die Leute jetzt nicht, neue Sachen zu bringen. Ich habe tolle Fragen, Bruder. Sehr gute. Vom Rainer. Der Rainer stellt immer gute Fragen. Jetzt aktuell hast du eine neue Frage? Ja, vor 30 Sekunden bekommen. Richtig schön. Bist du mit Deria fertig? Ja, genau. Okay, gut. Bismillah. Danke. Rainer fragt, wie kann man beim Gegenüber während der Dauer die Fitra aktivieren? Ich erörte kurz die Frage, weil manche kennen die Begriffe nicht. Wie kann man beim Gegenüber in der Einladung zum Islam die natürliche Anbetungswürdigkeit Allahs aktivieren? Weil wir Muslime, wer Fitra kennen, wahrscheinlich 70% der Leute, aber Fitra bedeutet, ich glaube von Natur aus, vom Default-Wert an Allah, an Gott. Selbst wenn ich ihn nicht kenne, ich glaube an einen Gott. Das ist der Default-Wert im Islam. Ich meine, da könnte man jetzt, das ist, glaube ich, so eine fette Frage, da könnte man jetzt, glaube ich, einen eigenen Stream draus machen. Was ich persönlich feiere, sind immer Fragen an die Person, sodass die Person selber nachdenkt. Das heißt, du trichtest ihr nicht sozusagen das Richtige ein, sondern mit Fragen aktivierst du sein eigenes Gehirn. Dann hat er Dauer mit sich selber gemacht, du hast nur die richtigen Fragen gestellt. Und vielleicht hilfst du mal stellenweise, aber du stellst die richtigen Fragen, konkret, sodass er sich das Ganze selber beantwortet. Du kannst zum Beispiel Ganz konkret, Peter kommt zu dir und sagt, ich habe Gott noch nicht gesehen, deswegen gibt es keinen Gott. Wie kommt man jetzt auf die Fitra? Weil sein Aspekt ist ja ein wissenschaftlicher, ein empirischer. Ich habe nichts gesehen, es gibt keine Unterlagen, Gott ist nicht runtergekommen, Ausubillah. Warum gibt es ihn? Warum soll es ihn geben? Spezifisch auf die Frage, ja, vielleicht Allahu alam. Ich würde vielleicht, also wenn ich jetzt sage, ich würde auf Fragen eingehen, ich würde ihn erstmal zum Beispiel fragen, gibt es Sachen in deinem Leben, die du noch nie gesehen hast, nie wahrgenommen hast, aber du trotzdem voll überzeugt bist, dass sie existieren? Da müsst ihr natürlich was parat haben. Wenn er jetzt natürlich sagt, keine Ahnung, nee, gibt's nicht, dann müsst ihr natürlich was parat haben, dass ihr es ihm geben könnt. Aber das meine ich mit, du aktivierst sein eigenes Gehirn. Er denkt selber nach. Du gibst ihm nicht so Frontalvortrag, sondern du aktivierst dein eigenes Gehirn. Gut. Einer fragt noch. Wer hat gefragt? Der Tauland Arifi. Tauland Arifi fragt, ja. Wie kann man die Eltern vom Islam am besten überzeugen? Ja. Ich weiß nicht, was eure Erfahrung ist. Tauland Arifi hört sich sehr nach Balkan an. Also echt? Oder? Oh, lecker. Bei Balkan denke ich immer an leckere Wurst. Pleskavica? Leckere Wurst. Pleskavica und Cevapcici und. Nee, die machen so leckere, so geräucherte Wurst, Bruder. Die machst du. Ah, Sucuk-mäßig. Ja, aber so richtig, so bayerisch angehaucht. Ich kenne mehr, Balkan-Wurstgerichte, als es gut ist, Bruder. Also, Frage in den Stream. Wer stimmt mir zu, dass Dauer mit Eltern,
Machen wir es so. Eins in den Stream, wenn ihr sagt, Dauer mit Eltern ist schwer. Zwei in den Stream, wenn ihr sagt, das ist relativ einfach. Das läuft bei euch relativ gut. Eins, wenn ihr sagt, sehr schwer. Zwei, wenn ihr sagt, nee, läuft eigentlich ganz gut. Okay, die meisten sagen eins. Einer sagt zwei. Das hängt, glaube ich, auch ein bisschen. Einer sagt 1,5, Maschallah, Bruder. Die Schweizer Lösung. Ich muss dazu sagen, Bruder, das, jetzt könnten wir wieder ein fettes Ding aufmachen. Ich muss dazu sagen, es liegt auch oft an den Kindern, also an mich. Es liegt auch oft an denjenigen, die Dauer machen. Die machen das manchmal zu harsch. Zum Beispiel, als Abraham mit seinem Vater Dua machte, was hat er gesagt? Er sagte erstens, ja, Abati, oh Vater, also nicht Vatilein, sondern so Väterchen. Papi oder, ja, Väterchen, sagst du im Deutschen nicht. So eine süße Form oder eine schöne Form von, oh mein Vater. Zu mir ist Wissen gekommen, was nicht zu dir gekommen ist. Diese Bescheidenheit und sich selber klein machen. Also ich habe mir nicht Wissen angeeignet, ich bin nicht losgegangen und habe das Wissen gegriffen, sondern zu mir ist Wissen gekommen. Ich kann nichts dafür, es ist zu mir gekommen. Ich bin nicht der Tolle, sondern derjenige, der mir das Wissen gegeben hat. Das heißt, dieses vor dem Vater so ein bisschen, weißt du, du musst so ein bisschen so eine andere Rolle spielen. Sich demütig zeigen, ja, devot zeigen, so unterwürfig. Es ist schwer. Sich runtermachen. Ich würde fast sagen, also man muss es sehr vorsichtig machen. Meine Erfahrung ist, die Dauer besteht immer aus dem Inhalt. Das heißt, du musst schon konkret zur Botschaft aufrufen. Das heißt, es reicht nicht, wenn du nur sagst, ich kaufe dir hin und wieder mal eine Blume und sowas. Aber diese charakterlichen Sachen sind sehr, sehr wichtig. Das heißt, du kannst erstmal, du bist praktizierend geworden. Du wirst deinen Eltern zeigen, die Religion hat dir gelehrt, dass du zu deinen Eltern gut sein sollst. So gut, wie du noch nie zu ihnen warst. Und du machst Sachen, die du zuvor noch nie gemacht hast. Und dann musst du wieder deine Eltern kennen, was taugt denen. Was bei jeder Mama wirkt, ist, dass du ihr eine Blume kaufst. Kaufst ihr eine Blume, eine Rose, irgendein schönes Blümlein und sagst, Mami, habe ich für dich gekauft, für all das, was du für uns gemacht hast, als wir klein waren. Du hast dich immer um uns gekümmert und ich liebe dich, Mama, du bist die Einzige für mich, solche Sachen. Sowas kommt bei den Eltern immer super an. Das mögen die Mamis. Das kann ich schon mal sagen, dass 99% der Mamis sind damit zufrieden. Bei den Papas ist es voll schwer. Ich habe keine Ahnung. Bei meinem Papa selber schwer. Ich wüsste gar nicht, was ich machen kann. Respektvolles Verhalten, würde ich sagen. Respektvolles Verhalten. Also das ist ein wichtiger Aspekt, aber der Aspekt der Dauer ist genauso wichtig. Und da musst du halt wieder Step by Step, das ist wirklich nicht leicht. Manchmal ist es vielleicht sogar besser, dass ein Externer das vielleicht macht, eine andere Person. Ist aber natürlich immer auch schwer, weil du kannst nicht sagen, da gibt es ja nicht irgendjemanden, den du buchen kannst, dass du sagst, hey, kannst du mal 2 Stunden hier mit meinem Vater Dauer machen? Das ist schwer. Ich würde sagen, sachte, sachte, Thema für Thema, genauso bring etwas über sie in Erfahrung. Wo haben sie ihr Struggle? Glauben sie nicht an Gott? Wieso glauben sie nicht an Gott? Hängen sie stark an der Dunya? Dann musst du überlegen, okay, wie kann ich ein bisschen so die Süße der Dunya verderben, dass er eigentlich merkt, Digga, was mache ich hier eigentlich? Ich laufe auf meinen Tod zu und genieße nur die Momente. Die Momente verstreichen einer nach dem anderen. Du musst dann überlegen, wie kann ich mit den Eltern gut interagieren? Aber auf jeden Fall, ich würde sagen, die Dauer zu den Eltern ist anders als jede andere Dauer. Die ist so auf, da muss man eine Hikma, eine Weisheit haben, wo ich jetzt gar nicht sagen würde, ich bin der Experte dafür. Also deswegen würde ich jetzt nicht machen, vierter Vortrag von anders, wie mache ich Dauer mit den Eltern, weil ich selber bin, glaube ich, nicht der... Ich denke gerade nach, ob wir irgendjemanden im Team haben. Der Vorzeige, Mashallah, Typ dafür. Der mit den Eltern gut harmoniert hat, aber da fällt mir jetzt auch keiner Schuld an. Nichtsdestotrotz, lieber Bruder Enes, ich möchte dir vom ganzen Herzen erstmal zu dieser wundervollen Stunde mit mir hier über den Koran mich da wirklich bei dir persönlich bedanken. Du hast heute nicht nur wesentliche Inhalte über die Dauer mittels des letzten Buches von Allah kommuniziert, sondern uns auch auf die Idee gebracht, etwas Streammäßiges zu machen, wo die Dauer mit dem Koran im Vordergrund steht. Und daher, wir werden uns diesbezüglich sicherlich noch informieren. Ich habe ja versprochen, wenn wir 500 Likes haben, arbeiten wir an dem. Da ist noch ein bisschen ausbaufähig, deswegen liken, teilen und so weiter. Und ja, vielen Dank auch fürs Zuschalten, liebe Leute. Wir sind nichtsdestotrotz, lieber Chat,
alle 2 Tage live. Jeden zweiten Tag live. Das heißt, wir sind am 20. April live, am 22. April, 24. April, 26. April, 28. April, 30 und dann geht's weiter, okay? Jeden zweiten Tag live. Und am 28. und 30. April haben wir zum ersten Mal die Iman-Auktionen für euch. Und ich kann euch sagen, Leute, ihr werdet an diesen beiden Tagen Sachen sehen, wo ihr denkt, Bruder, das will ich haben. Das, wir haben von Künstlerinnen und Künstlern Sachen geschickt bekommen, Bruder, da fallen einem die Augen raus. Der Enes hat schon viele gesehen, ich habe ihm ein paar geschickt, die sind schon alle angekommen, fast alle. Reserviert euch den Termin, 28. und 30. April, folgt uns auf Social Media, Instagram und wenn ihr noch Versteigerungsobjekte habt, wenn ihr noch sagt, okay, ich möchte dem Iman-Team etwas geben, dass die das versteigern live im Stream. Ihr könnt es noch an unsere Adresse schicken. Deswegen kontaktieren Sie uns einfach unter Instagram, Facebook oder YouTube oder E-Mail, welche Produkte ihr habt und wir werden es versteigern. Es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Abend. Deswegen, lieber Bruder Enes, deine abschließenden Worte für den Stream heute und wird es dir gefallen? Gott sei Dank kann ich noch abschließende Worte sagen. Natürlich, du darfst abschließen. Eine letzte ganz kleine Frage, die hat gefragt, ich kann kein, ich kann mit Ihnen nicht kommunizieren, ich bin ein schlechter Redner, was mache ich? Name? Keine Ahnung, ich glaube wieder Deria. Ich glaube, Deria war das. Bester Tipp, schickt Ihnen Videos von Iman TV. Wenn du selber mit der Person nicht reden kannst, schick ihr doch einfach einen Link zu einem guten Vortrag. Zu einem guten Vortrag über die Thematik. Ich werde inshallah, also mein Ziel ist es, insbesondere für den Atheismus, jetzt so kleine Happen-Videos hochzuladen, die einzelne Themen ansprechen. Wenn du nicht gut reden kannst, schick ihr einfach das Video. Das ist manchmal sogar einfacher, weil dann hast du nicht dieses Problem mit, wie soll ich mit meinen Eltern reden? Ich bin der kleine Sohn, die kleine Tochter, die hat mich erzogen und so. Und dann kannst du es das einfach schicken. Genau. Sorry, Amir. Übernimmt der Enes dann den Job, wenn man nicht gut mit seiner Mama oder mit seinem Papa Dauer machen genau. kann, oder? Uns genau. kostenfrei, Leute. Also schickt's, soweit ich weiß, willst du deine Videos alle kostenfrei auf YouTube haben? Oder willst du dafür Pay-Per-View machen? Nee, so, Bruder, alles kostenfrei natürlich, mashallah. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall, Bruder Enes. Abschließende Worte. Genau, abschließende Worte. Erstmal haut mal viele blaue Herzen für den süßen Bruder Amir raus, dass er sich immer so viel Mühe gibt und für all das, was er immer macht, die ganzen Ideen, die er sich überlegt hat. Das glaubt ihr, diese schöne Harmonie in den Streams haben wir durch Amir und durch die ganzen Leute, die im Hintergrund arbeiten. Die haben sich das Ganze ausgedacht mit den Herzen und mit dem, was ist euer Feedback und so weiter. Das ist ihr Konzept, Mashallah. Ja. Also sehr, sehr, sehr viel Mashallah, genau. Haut die blauen Herzen raus, das glaubt, ja, sehr schön. Oder endlich genau. mal. Funktioniert das. Ach, Bruder, das ist richtig schön. Bruder, ich liebe blaue Herzen. Möge Allah jedes blaue Herz so mit einer Million guter Taten belohnen. Barakallahu fikum. Ich freue mich, wenn ich blaue Herzen... Cesar, was ist denn daran cringe? Brüderliebe ist cringe, oder wie? Bruder, wenn das für dich cringe ist, dann bitte, Big Mac Bandien. Nee. Bruder, ich sag dir eins, es ist wirklich ein Teil meiner Arbeitszeit, dass ich die Streams von den großen Streamern schaue und wir haben Chatmod 1, Chatmod 2, Chatmod 3. Ich überlege mir Chatmod Dürüm, Chatmod Kebab und so weiter, wer sein Lieblings ist. Kebab Bandin. Kebab. Ich wäre Dürüm. Du wärst mit dem tiefen Süden der Dürüm. Nee, vielleicht abschließende Worte. Mir hat hat es euch Spaß gemacht? Also, ihr müsst euch ja so vorstellen, den Tafsir hatte ich jetzt nicht perfekt im Kopf. Das heißt, ich habe mir den Tafsir selber angeschaut, habe ihn mir durchgelesen, habe mir ein paar Vorträge auf Arabisch da angehört, über die verschiedenen, damit ich immer so eine coole Erklärung zu allen Sachen habe. Und das hilft mir. Das heißt, ich beschäftige mich nochmal mit der Sura und kann euch dann dieses Wissen, was Allah zu mir geschickt hat, kann ich sozusagen euch dann weiter übermitteln. Und das ist natürlich Hammer, Alhamdulillah. Ich bedanke mich, Bruder Enes, Barak, Allahu Fik, möge Allah dich segnen. Lieber Chat, vielen Dank. Merkt euch die Termine, 28. und 30. April, da geht es richtig rund. Da haben wir einen Ehrengast. Da sind wir überlegen, ob dieser Stream entweder, jetzt kein Spaß, 2 Stunden dauert oder 6. Das ist gerade die Planung. Ob jeder Stream 2 Stunden dauert, am 28. und 30. oder jeweils 6. Vor Maghrib, also vor Iftar, bis nach Isha oder nur nach Isha. Das ist die Planung gerade. Gut, liebe Leute,
Vielen Dank fürs Zuschalten. Teilt und abonniert den Kanal, ganz wichtig. Und bitte an alle Gäste, an alle Zuschauer, wer das noch nicht gemacht hat, bitte abonniert den Kanal von Enes. Enes.islam oder Enes Islam. In der Videobeschreibung ist er verlinkt zum Video. Er macht tolle Videos und ihr könnt davon profitieren. Vielen lieben Dank. Hab euch alle lieb. Bruder Enes. Klickt die Links in der Videobeschreibung. Da und sind abonniert alle den Kanal Sachen von Amir da. Auch in der Videobeschreibung, oder? Wusstet ihr, dass ich einen Kanal habe? Ja, klar. Ich habe auch einen Kanal, ja. Ich habe sogar letztens meistens Stream dabei. Klar. Ich werde auf jeden Fall, auf meinem Kanal werde ich auch noch mehr live gehen nach dem Urlaub. Also ich fliege in Urlaub und dann komme ich mehr live. Inshallah. Und dann war's das. Gut, dann vielen lieben Dank fürs Zuschalten. Wir sehen uns inshallah bei der nächsten Episode. Mein Name ist Amir Moderator. Das war Enes Islam. Salam alaikum und tschüss. Salam alaikum. Hab euch alle lieb.